Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Ja, willkommen zu einer Sendung, in der wir über einen bis heute ungeheuerlichen Tabubruch reden wollen. Die Abrechnung eines Sohnes mit seinem eigenen Vater. Nicht abwägend, nicht versöhnlich, sondern so hart und so ehrlich, dass es schmerzt. Sein Vater, der Schlächter von Krakau, so wurde er genannt, verantwortlich für die Vernichtung und Vertreibung hunderttausender Polen. Ich bin gegen die Todesstrafe, hat er mal gesagt, aber meinem Vater habe ich den Tod am Galgen gegönnt. Bis heute trägt er ein Foto des gehängten Vaters bei sich und hört auf langen Autofahrten dessen Reden. Als er seine Abrechnung 1987 veröffentlicht, gerät sie zum Skandal. Auch deshalb, weil darin solche Sätze stehen wie: Das Knacken deines Genicks ersparte mir ein verkorkstes Leben. Der Tenor der Empörten damals: So etwas schreibt man nicht über seinen Vater. Und doch ist dieses Buch etwas vom Besten, was jemals über die Zerrissenheit der Täterkinder geschrieben worden ist. Herzlich willkommen, Niklas Frank. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Ja, eine bewegende Lebensgeschichte und auch seine. Es war der heilige Abend, als sein Vater plötzlich vor der Tür stand, zum Skelett abgemagert, kaum wiederzuerkennen. Ein gebrochener Mann nach Jahren des Krieges und der Gefangenschaft. Vielleicht ist auch das der Grund, warum er sich jetzt einen sehr provokanten Blick auf die politische Korrektheit unserer Tage leistet und auf die wirklichen Probleme. Und deshalb fragt er ganz provokant, was wir eigentlich meinen, wenn wir uns darüber aufregen, dass wir zum Beispiel Begriffe wie Zigeunerschnitzel in Frage stellen. Rettet also das Zigeunerschnitzel, ist der Titel einer Polemik, die dieser Tage für Wirbel sorgt. Herzlich willkommen, Peter Hane. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, die Suche nach Ihrer Vergangenheit begann 2002 mit einer Morddrohung. Diese Kugel ist für dich, heißt es im Lied einer Neonazi-Band, was dazu führte, dass sie sich für einen Dokumentarfilm jetzt auf eine lange Reise gemacht hat. Die Arie heißt er. Kein erhobener Zeigefinger, sondern deshalb faszinierend, weil sie zum Beispiel völlig gelassen zuhört, als ihr ein amerikanischer Radiomoderator erklärt, sie hätte ihre eigene schwarze Rasse durch die Entführung weißer Gene aufgewertet. Herzlich willkommen, Mo Asuman. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Wahnsinnsgeschichte. Ja, und noch einer. Und noch einer, der sich auf die Suche gemacht hat, weil er eine Antwort auf die Frage wollte, was ist eigentlich wirklich männlich? Das fragt ausgerechnet einer, der früher gerne mal vor Privatjets posierte und Ketten für 30.000 Euro am Hals trug. Das ging so lang gut, bis dann die Steuer kam. Und dem irgendwann die schöne Zeile gelang, mein Lieblingstext von dir, Sammy: Ich war schon arm, ich war schon reich, ich dachte, etwas ändert sich. Doch alles bleibt gleich. Herzlich willkommen also einem harten Rapper, der dazu steht, dass er gerne Hello Kitty Socken trägt. Sammy Deluxe, herzlich willkommen. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich habe das irgendwo gelesen. Stimmt die Geschichte, dass Sammy Deluxe gerne Hello Kitty Socken trägt? Nicht so pauschal, 365 Tage im Jahr, aber jetzt gerade, während ich meine Promotour hatte für das Album, was ja männlich heißt, und dann habe ich irgendwie in meinem Schrank auf einmal ein paar rosa Hello Kitty Socken gefunden und dachte, es wäre doch extrem witzig, jetzt den Promotag damit anzugehen. Bedenkend, dass man natürlich dann auf sowas festgenagelt wird und das dann in der Intro-Rede dann immer schon so: Das ist der Typ, der die rosa Hello Kitty Socken trägt. Ich finde es herrlich. Vor allen Dingen stelle ich mir gerade vor, diese rosaroten Hello Kitty Socken passen zum Hemd von Peter Hane. Das wäre doch was gewesen. Oder nicht? So gut zusammen. Finde das männlich. Finde, man darf mal rosa-rote Hello Kitty-Socken tragen. Apropos männlich und die Frage, was ist eigentlich politisch korrekt? Ich habe irgendwo dieser Tage, Peter Hane, den schönen Begriff Moralterrorismus gelesen. Mhm. Also, dass wir alle mittlerweile von Moralterroristen sozusagen umzingelt sind. Würden Sie dem zustimmen und wie würden Sie das beschreiben? Naja, also der Bundespräsident Joachim Gauck, der ja für deutliche Worte bekannt ist, jetzt auch wieder in der Türkei, kann ich sagen, was für ein toller Bundespräsident, der ein Land nicht beleidigt, aber einen Mann in den Senkel stellt, der Erdogan spricht ja von Tugendterror und sagt, wir dürfen uns doch nicht permanent einreden lassen, politische Korrektheit, und das bedeutet das ja nachher. Mhm. Wir tun ja so, wenn wir bestimmte Begriffe nicht sagen,
als gäbe es dann die Realität nicht, weil wir nicht davon sprechen. Ich sage genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir nicht offen über alles reden, auch über unser Thema heute, über einen Nazi-Vater, da muss man doch offen drüber reden, dann wirkt das entkrampfend und wirkt eher auch für junge Leute. Dass man sagt, Mensch, man muss nicht dauernd immer Angst haben. Aber dann lass uns doch mal jetzt direkt reingehen, weil wir hier auch heute eine sehr bunte Runde sitzen haben, so nenne ich das jetzt einfach mal, aller Staatenherkunft und aller Hautfarben und alles Mögliche. Das Buch trägt den Titel Rettet das Zigeunerschnitzel. Ja, also geht darum, wir dürfen auch in Zukunft ganz entspannt irgendwo im Restaurant ein Zigeunerschnitzel besorgen. Ich frage erst mal hier, Mo, darf man? Darf auf einer Karte stehen heute Zigeunerschnitzel im Angebot? Also ich habe das als Kind immer gegessen. Ich habe das immer sehr lecker gefunden. Ja. Und ich würde sagen, ja. Also auch einen Negerkuss gegessen auf dem Weg zur Schule? Ja, habe ich auch. Ich hatte sogar mal eine Anfrage von so einer Firma, die haben mich gefragt, ich fuhr so einen schönen VW-Käfer, ob ich mit so einem Negerkuss auf dem VW-Käfer Werbung fahren wollte. Was haben Sie gesagt? Ich habe Nein gesagt. Warum? Nein, weil das damals war ich einfach noch nicht so weit. Ich habe also heute viel mehr Humor um diese ganze Sache herum. Aber es ist schon brenzlig. Es kommt immer drauf an, also zu wem man solche Sachen auch sagt. Man muss aufpassen, dass man da niemanden auch beleidigt. Und das ist, glaube ich, von Fall zu Fall verschieden. Genau. Sammy, Frage an dich. Wenn er sagt in seinem Buch, warum muss man eigentlich um so ein liebgewonnenes Wort, weil es ja was Süßes und was Leckeres und was Tolles ist. Ja, oder einen Mohrenkopf zum Beispiel. Warum muss man drum herum? Darf man das noch sagen, 2014? Ich bin mir nicht sicher. Was sagt denn Sammy Deluxe? Ich finde auch, das ist auf jeden Fall, also wenn, für mich persönlich war Zigeunerschnitzel auch nie was, weißt du, was anzügliches. Ja, genau, also war nichts Böses, weil ich aber auch nicht mit vielen Leuten aufgewachsen bin, die sich, weißt du, klischee-mäßig der Orden, also Sinti oder Roma, die denn Zigeuner wären. Bei mir ist der Negerkuss wieder was ganz anderes. Das war einfach ein Wort, was ich in meiner Kindheit und Jugend so oft gehört habe. Also nicht das Wort Negerkuss, sondern in erster Linie Neger. Und dass ich schon das Gefühl habe, so, es ist gut, dass diese Dinger jetzt Schokoküsse heißen, weil einfach ein Wort, was irgendwie ein beleidigendes Wort für Menschen ist, einfach dadurch ein bisschen aus dem Alltagssprachgebrauch verdrängt wurde. So. Das ist nicht wirklich der Kern des Buches. Ne? Aber es ist interessant, wir sind da in Hamburg. Ja? Die Hamburger klatschen, obwohl man die ja auch essen kann. Die Hamburger jetzt. Ja, aber oder Hamburg ist auch ein Stadtname und kein beleidigt. Also. Ja, aber es ist ja so, wenn etwas Negatives damit beschrieben wird, wenn man jetzt sagt, was ganz Ekliges, also was die im Dschungelcamp essen, das würde man jetzt Zigeunerschnitzel oder Negerkuss oder sowas zeigen. Aber es ist eigentlich alles positiv. Und da glaube ich, ich finde das toll, dass Sie das sagen, da muss man doch mit Humor dran gehen. Also alles, was jetzt aber verwiesen ist. Das sagt sie ja eigentlich nicht, ne? Sie hat gesagt, ich sehe es mit Humor. Ich selber sage immer zu mir Brownie, ich darf das aber. Ja. Und andere das, vielleicht nein, nicht. Nein, das finde ich auch. Aber gucken mal, wenn jetzt also kommt, es geht ja nachher so weit, darüber habe ich auch geschrieben, dass Kinderbücher jetzt verändert werden. Das also Astrid Lindgren und wer nicht alles, da wird hier, werden jetzt bestimmte Begriffe werden jetzt rausgestrichen. Und dann geht das so weit, und da sage ich mir, irgendwann spinnen die Leute doch, dass da, wo das Wort Neger aber wichtig ist, weil es in dem historischen Zusammenhang ein Schimpfwort war, da wird das jetzt auch rausgestrichen. Also ich muss doch die Kirche Beispiel, im Dorf Beispiel lassen. Jetzt? Ja, in einem Kinderbuch, wo Tom Sawyer zum Beispiel, wo das Wort Neger ganz bewusst in dem Zusammenhang ein Schimpfwort sein soll. Da kann ich es doch nicht streichen. Das ist sowas wie Bibel in gerechter Sprache, wo sie alles feminisieren. Dann erfinden sie Zöllnerinnen, die es aber nie gegeben hat. Geht ja, das haben wir jetzt auch aus dieser kleinen Debatte entnommen, vor allen Dingen um die geistige Haltung, so würde ich das mal sagen, die dahinter steht. Deshalb die Frage an Sie, Herr Frank, würden Sie sagen, während den Anfängen, und da muss man vorsichtig sein, und es ist eigentlich ganz richtig, dass wir in diese Richtung alle marschieren und sagen, lass uns da noch mal einen Moment drüber nachdenken, bevor wir einfach mal so ein Wort raushauen. Na, ich halte es für einen Schmarrn, da was zu ändern. Ich mochte zwar Zigeunerschnitzel nie, nicht aus Political Correctness, sondern war meistens zäh. Und für Süßigkeiten war ich auch nicht. Mit dem Negerkuss, als ich mal als Jugendlicher in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen bin, mit zwei anderen, da sind die gleich zu den Süßigkeiten, ich bin aber zu den Gewürzgurken und den Salzletten.
Ja. Das war eher mein Favorit. Ich verstehe. Das heißt, um es jetzt mal auf dieser entspannten Ebene zu halten, für Sie persönlich kein Problem. Aber trotzdem noch mal die Frage, auch wenn man sich mit Ihrem Buch und Ihrer Vergangenheit auch beschäftigt, wo es doch genau im Kern um diese Dinge auch geht. Nämlich um die Frage, kann man Menschen ernsthaft so verfolgen, nur weil sie ein bisschen anders aussehen, weil sie etwas anders sind, weil sie etwas anderes glauben als andere Menschen? Und die klare Antwort lautet, natürlich kann man das nicht. Das ist aber auch was ganz anderes. Ob ich so alte Essensbegriffe noch dagegen angehe, ist einfach für mich wegen Schmarrn. Mhm. Genauso mit dem Lied Zehn kleine Negerlein, wie gerne habe ich das gesungen. Aber es war nie, auch heute noch würde ich es so singen. Weil es einfach ein Schmarrn daran ranzugehen, weil es behindert überhaupt nicht mein Verhältnis zu dunkelhäutigen Menschen. Das hat nichts damit zu tun. Mhm. Sammy? Also glaube ich ihm jetzt mal pauschal, glaube ich dir. Aber ich glaube trotzdem, dass ich hatte mit dem Wort dann wieder zu tun, als mein Sohn in die Schule kam. Mhm. Der ist jetzt 13 und lebt jetzt seit 3-4 Jahren in Amerika, aber ist bis zur 3. Klasse war in Deutschland. Und er hat das Wort dann irgendwann erst sehr spät irgendwie, also in der 3. Klasse hat er es das erste Mal gehört. So. Und ich finde, wenn man es dann durch diese Augen sieht, dass einfach ein Kind irgendwie, also ich würde gerne dieses Wort auf jeden Fall wegkriegen. So. Ich finde es nicht cool, heutzutage 10 kleine Negerlein zu singen, wobei ich natürlich auch verstehe, dass es da Generationsunterschiede gibt und natürlich das auch stimmt. Also ich fühle mich auch nicht wie ein Rassist, wenn ich sage, ich würde gerne einen Zigeunerschnitzel essen. Aber will man das, dass da so eine Sprachpolizei oder Gedankenpolizei jetzt herkommt, die Speisekarten durchguckt? Mein Anlass war ja erst vor wenigen Wochen, ist ja ganz aktuell, wo eine Gruppe von Sinti und Roma, irgend so ein Unterbezirk des Unterbezirks vom Unterbezirk, eine bekannte Lebensmittelfirma auffordert, die Zigeunersoße in Pustersoße umzubenennen. Also ich finde dann künstliche Begriffe. Und da habe ich gesagt, lass doch die Finger davon, das führt sowieso, da bin ich mit Herrn Frank völlig einig. Das Interessante war, dass ja auf das Buch schon die Antwort gibt, aus einer ganz interessanten Ecke, nämlich vom Stern. Vor 2 Wochen haben die eine Europaabgeordnete interviewt und die sagt selber, Sinti und Roma, es gibt Zigeuner, es wird ja immer behauptet, es gäbe keine Zigeuner, natürlich gibt es Zigeuner, es ist eine ganz bestimmte Gruppe der Sinti und Roma, die sogar stolz darauf sind. Und die sagt, Kinderlein, behaltet doch euer Zigeunerschnitzel. Also müssen wir jetzt, Moment, aber da müssen wir jetzt der Wahrheit die Ehre geben. Ja. Ich habe dieses Interview gelesen, mit sehr interessiert auch. Und die sagte, ich bin eine stolze Roma. Richtig. Und ich möchte nicht Zigeunerin genannt werden. Ja, aber sie kommt sie sagt, es gibt eine Gruppe. Das ist jetzt wieder alles natürlich umstritten. Da können Sie es wieder karikieren und sagt, sollen wir es denn jetzt, um es korrekt zu sagen, Sinti und Roma-Schnitzel nennen? Ich finde, in erster und da Linie, kann ich sagen, das wird doch langsam lächerlich. Ich finde, in erster Linie darf man sich nie anmaßen, wenn man einer Mehrheit wie Sie als weißer Mensch zugehören, darf man sich nicht anmaßen, für irgendeine Minderheit eine Entscheidung zu treffen, nur weil eine Person innerhalb der Gruppe irgendwas gesagt hat. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man nicht irgendwelche Rassen erfindet. Ja? Ja. Also Neger, Zigeuner impliziert ja, das ist eine andere Rasse. Mhm. Aber es gibt ja keine anderen Rassen. Der Mensch ist ja die Rasse. Aber es ist ja nicht, ist eine andere Erfindung. Rasse, ja? Oder eine Katze. Es ist aber keine Erfindung. Aber das denken ja viele. Und mit so einem Begriff packt man die Leute natürlich genau in so eine Ecke. Aber glauben Sie denn im Ernst, dass ein Kind, das gerne Negerguss isst, deswegen zum Rassisten wird? Nein, aber ich glaube, dass ein Kind, was heute aufwächst und ein Schokokuss isst, gar nicht dieses Wort kennt, was ein beleidigendes Wort ist. Deswegen finde ich deinen Ansatz richtig, zu sagen, lass uns mal dieses Wort einfach mal wegpacken. Und dann benutzen wir das einfach nicht mehr. Auch deswegen, weil es Schokokuss ja in Wahrheit viel, viel besser trifft. Entschuldige. Ein Beispiel dazu, wo ich mal Zivilcourage beweisen musste, als mein Sohn eingeschult wurde und die erste Klasse dann für die Zweitklässler für die neuen Erstklässler haben was aufgeführt auf der Bühne und haben ein Lied gesungen, was hieß, alle Kinder können lesen, auch Indianer und Chinesen, und bei Indianern haben sie so gemacht und bei Chinesen haben sie sich die Augen so gemacht. Dann habe ich irgendwie bis zum ersten Elternabend gewartet, so, weil irgendwie meine Ex-Frau mich gleich so angeguckt hat, wusste, ich sag wahrscheinlich jetzt während der Vorstellung noch was, weil ich so und sie so, sagen nichts. Okay, ich habe es dann 2 Wochen gewartet, erster Elternabend, 2 Stunden da gesessen und dann am Ende, ja, ich würde gerne noch was sagen, bei Sonstiges.
Und da habe ich gesagt, ich finde, es geht überhaupt nicht klar, dass so ein Lied aufgeführt wird, wo irgendwie Chinesenaugen so nachgemacht werden. Und dann hat wirklich eine asiatische Frau, die eine Mutter war von einem anderen Kind, gesagt, nee, mich hat das aber nicht gestört. Und dann war es für die Runde auf einmal okay. Ah, die Asiatin hat gesagt, sie fühlt sich nicht beleidigt. Ja. Aber ich habe doch trotzdem recht, das als politisch unkorrekt zu empfinden, vor allem, wenn es einfach kleine Kinder sind. Ja, absolut. Wo sind wir denn, Peter Hane, noch aus Ihrer Sicht so scheinheilig politisch korrekt? Weil das ist ja tatsächlich etwas, was wir mittlerweile oft feststellen, jetzt mal weg vom Thema Rassismus. Was ist das, wo Sie sagen, da brennt der Hut am meisten? Na gut, aber es ist schon, also wenn man das ist doch was politisch nennt. Ich denke immer, man sollte über alles reden. Reden ist ja auch etwas, was den Dampf auch rausnimmt und was die Schärfe rausnimmt. Ich habe das verglichen mit so im Haushalt Schnellkochtopf, den setzt du aufs Feuer und machst anständig Strom drunter. Wenn das Ventil kaputt ist, fliegt dir irgendwann das Ganze um die Ohren. Explosion. Mhm. Und Tabu ist so etwas. Ich schraube das Ventil zu, bloß nicht reden, politisch korrekt. Man macht sich dauernd Gedanken, schraubt das Ding zu. Und dann kommt es dazu, dass irgendwann mal eine Explosion kommt. Das heißt, Explosion meine ich jetzt, dann stehen plötzlich Sarrazin und so weiter auf den Bestsellerlisten, weil die Leute sagen, endlich sagt's mal einer. Warum haben wir nicht vor 20 Jahren schon mal gesagt, es gibt auch bei Muslimen eine Paralleljustiz? Jetzt tut man plötzlich als viele das vom Himmel. Ich habe das vor 20 Jahren schon geschrieben. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern nur nach dem Motto, guckt doch mal dahin, redet drüber, redet auch mit euren Nachbarn, die Muslime sind, die sich dann davon distanzieren. Aber jetzt hat man das verschwiegen, verschwiegen, verschwiegen. Und jetzt kommen plötzlich Justizminister von der SPD, also ich sage bewusst jetzt von der linken Seite, die früher sagten Tabu, Tabu und sagen jetzt, als wäre das vom Himmel gefallen. Und ich denke, dass wir auch ihre Filme, die sie macht oder das Buch, was sie schreiben, ist doch auch etwas, drüber reden, sprechen, nachdenken, auseinandersetzen, dann auch mit Humor, wenn es Was ist denn der Schnellkochtopf, der Ihnen am meisten um die Ohren geflogen ist, wenn Sie so Ihre Kolumnen schreiben? Sie sind ja jemand, der sich da immer traut, und das schätze ich auch sehr, Haltung und Position zu beziehen. Das ist ja selten geworden. Also ich habe in der Bild am Sonntag, wo die Kolumnen erschienen sind, mal mir erlaubt zu schreiben, es war ein Zitat, ich betone noch mal ein Zitat, was auch so gekennzeichnet war, die Hälfte der Lehrer sind faul. Das ist aber eine Schweine. Darauf kam ein Zitat, und zwar von einem Lehrer, von einem Rektor. Dann gab es 3000 Zuschriften von Lehrern. Ich wusste gar nicht, dass so viele Lehrer schreiben können. Und sie schrieben also 3000 und beschwerten sich, als hätte ich das erfunden. Da habe ich nur gedacht, ich lade den Mann bei mir in die Sendung mal ein. Sonntags morgens, nach 10:15 ZDF, wunderbar. Ein Rektor. Und habe dazu diesen anderen, der hier auch schon mal war, mit dem Iro. Da gibt es ja einen Lehrer, der so einen Iro-Kamm hat aus Lübeck. Ein ganz toller Typ. Ja, stimmt. Und dann haben wir darüber mal gesprochen. Und dann sagte der Rektor, ja, wenn ich so meine Lehrerschaft angucke und wie die so Dienst nach Vorschrift und so weiter, da ist schon was dran. Und das hat mich aufgeregt, dass man sofort ideologisch etwas liest. Man liest den Zusammenhang nicht mehr, wer hat was gesagt. Und das war wirklich so, da habe ich so einen um die Ohren gekriegt. Der Präsident des Lehrerverbandes schrieb mir, den habe ich dann mal eingeladen und dann war wieder alles gut. Und das sind so Sachen, wo ich manchmal denke, Mensch, wir machen uns, glaube ich, viel zu viel Ärger über Dinge, die sich nachher als Missverständnisse, manchmal sogar als Humor herausstellen. Weil wir auch diese mediale Empörung irgendwie bedienen müssen und weil natürlich auch das ist Teil der Wahrheit, vieles auch gut davon lebt. Hat es Ihnen schon mal leid getan, so ein Satz, den Sie da rausgehauen haben? Ach, also sagen wir mal, ich bin ja, also ich sage immer Klartext. Also ich gehöre keiner Partei an, aber insofern bin ich CDU als der Club für deutliche Umgangssprache. Sagte Franz Josef Strauß immer. Also lieber mal was deutlich sagen und Klartext sprechen. Das Gute an so Kolumnen ist, dass man immer nur ganz kurze Sätze schreiben kann. Und das wirkt dann auch immer so ein bisschen hammerartig. Eigentlich sage ich mir, ich darf niemand persönlich verletzen, persönlich angreifen. Und ich denke, das gilt aber für jede Autorenschaft. Selbst wenn man nachher Nachrichten zum Beispiel schreibt, muss ich bei Nachrichten immer dran denken, was richte ich mit den Nachrichten an? Also kann ich dem anderen dann noch in die Augen gucken? Kann ich mit ihm reden? Oder ist da der Gesprächsfaden weg? Oder was richte ich beispielsweise bei Männern an, wenn ich die als Waschlappen und Weicheier bezeichne?
Das habe ich ja geschrieben, als es darum ging, diese ganze Nummer, ob Männer nun unbedingt, also die ganze Frage Emanzipation, sich um Kinder kümmern, Elternzeit und so weiter. Und wo plötzlich, und das ist ja auch die Frage der Emanzipation, die Männer erschrocken waren nach dem Motto, ja, ich könnte es doch auch mal machen. Und fingen dann an, weinerlich zu sagen, es gab ja auch eine Umfrage, das war auch der Anlass für diese Kolumne, dass die Männer noch nicht so weit sind, dass sie da sich reinleben müssen. Und ach, die armen Männer. Und da habe ich gesagt, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Dann sind die Männer nämlich die Weicheier und die Waschlappen, ja, weil sie nicht in der Lage sind, mal den Schalter umzudrehen. So, und das ist eine schöne Frage, ein schönes Thema, das ich direkt weitergeben würde an Sammy Deluxe, der sich auf seinem neuen Album genau mit dem Thema klarer Sprache und auch der Frage, was ist eigentlich männlich und Männlichkeit beschäftigt, Sammy. Die Frage hast du in den letzten Tagen wahrscheinlich 100-mal gehört. Was hast du bei der Beschäftigung grundsätzlich damit herausgefunden? Ist es so, dass wir Männer immer noch so in diesem Stadium sind, dass man sich so langsam darin reinfinden muss, dass man mal den Müll runterbringt oder mal den Geschirrspüler ausräumt? Ja, es ist ein komplexes Thema, ne? Also auf der einen Seite so, also ich bin auf jeden Fall so als Mann und als Vater war es für mich jetzt immer klar, ich muss auch Windeln wechseln. Also ich bin überhaupt nicht so aufgewachsen, dass ich da so eine direkte Rollentrennung und Verteilung sehe. Weil du auch in so einem Frauenhaushalt aufgewachsen bist, ne? Weiß, ja, wahrscheinlich auch. Oder sehr von Frauen geprägt. Ich habe es auf jeden Fall irgendwie so für mich so gesehen, dass es einfach wichtig ist, dass ich auch irgendwie Teil dessen sein will. Also als Aber es Vater. Waren auch immer Frauen, das wollte ich sagen, die dich im Wesentlichen geprägt haben. Also Mama, Oma, Schwester. Ja. Papa war nicht da. Nee, genau. Mhm. Und dann wiederum, wenn man dann über dieses Thema redet, was ich jetzt oft musste, weil ich mein Album leider so genannt habe, war es dann so, dass ich echt gemerkt habe, so, man wird natürlich, also in den meisten Medien hat man ja auch nicht so viel Zeit, wie hier zu reden, sondern es ist so, weißt du, du musst eigentlich jede Antwort in 3 Sekunden geben und dann jetzt definier doch mal Männlichkeit und das ist eben alles Blödsinn. Also sobald man anfängt, das so pauschal irgendwas zu definieren, Männlichkeit, Weiblichkeit, Menschlichkeit, irgendwas, dann landet man in irgendeinem Klischee, wo es immer die Ausnahme auch gibt für die Regel, die man da gerade aufstellt. Lass mich mal anders fragen, wann hast du dich zuletzt unmännlich gefühlt? Mir ist gerade vorgestern, weil das wurde ich auch schon gefragt und dann ist mir nichts eingefallen. Und dann ist mir vorgestern eingefallen, dass ich damals mit meiner Ex-Freundin von mir, die hat mir Autofahren beigebracht, mal auf so einem Übungsgelände. Parcours, ja. Und da habe ich natürlich aber auch in der Fahrschule meinen Führerschein gemacht, erst sehr spät mit 26. Und dann sind wir mal irgendwie da bei der Feldstraße, da wo früher Realmarkt war, bin ich so eine Auffahrt, die ungefähr 0,3% Steigung hatte, 6-mal hintereinander abgesoffen und musste dann wirklich so auf den Beifahrersitz gehen. Eine Ex-Freundin musste aussteigen, zum Fahrersitz gehen. Boah, ist das peinlich. Das ist mir eingefallen. Das war wirklich so dieses Gefühl, das geht jetzt nicht, dass ich das nicht kann und dass eine Frau besser kann. Das war echt die einzige Situation in meinem Leben, wo ich mich erinnern kann. Ja, ich verstehe das. Gerade ja für jemanden, der... Ja, deswegen finde ich das ganz interessant und übrigens... auch sehr männlich, diese Frage mal so zu stellen. Ich finde es sehr männlich, sich mal damit auseinanderzusetzen. Ich finde es übrigens auch männlich, Windeln zu wechseln. Das ist ein zutiefst männlicher Vorgang. Ja? Und jeder, der mal so einen männlichen, kackenden Säugling erlebt hat, weiß, was das ist. Du hast doch früher sehr auch von diesem Image gelebt, von diesem Macho-Poser-Image. Also Fotos vor dem Privatjet und dann die Kette für 30.000 Euro und alles aus Gold und ich alles Glitzer. So ein paar Jahre, ja. Da hat er einfach noch nicht die Hose an. Genau, jetzt ist die Kette unter der Hose versteckt. Da haben wir das entsprechende Beweismaterial. Ja, das war ein Witz. Das ist ein Cover, das heißt Sellout Sammy, weil ich von der Hip-Hop-Zeitschrift Juice so genannt wurde. Ja. Und da habe ich dann auf, das war eine reagiert. Eindeutig nur Persiflage, aber ich hatte tatsächlich so eine Phase, nicht am Anfang meiner Karriere, sondern eher so nach den ersten paar Jahren Erfolg, wo mir so ein bisschen inhaltsmäßig anscheinend die Themen fehlten und ich viel in Amerika war und diesen ganzen Lifestyle von den Rappern da super toll fand und da irgendwie so mitpartizipieren wollte und irgendwann einfach dann in der Realität hier gemerkt habe, dass vieles von dem einfach doch nicht so reinpasst. Also ich glaube, ich sehe immer optisch noch anders aus als viele hier auf der Straße so, aber trotzdem dieses sich mit so materiellen Dingen schmücken, wenn man irgendwie das emotional nicht mit sich selber verbinden kann. Also ich habe mich immer komisch gefühlt mit diesen Sachen. So. Du hast dich komisch gefühlt oder fandst du das in Wahrheit so lange cool, bis der Finanzbeamte kam? Nee, das war wirklich, also das war auch noch mal so ein Punkt. So, der Finanzbeamte? Ja, so einfach zu wissen, so, dass man jetzt irgendwie Steuern nachzahlen muss. Also ich war jetzt nie, so wie du das am Anfang da dargestellt hast, war es ja so, bis er dann pleite war und vollkommen zerstört war. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, das war eher dann so wirklich ein Jahr, wo dann Steuern
weißt du, und ich hatte einfach kein Geld, aber irgendwie Schmuck für 100.000 Euro. So. Ja. War, und der natürlich dann, als ich ihn verkauft habe, viel weniger wert war. Ne? Da waren es nicht nur 100.000 Euro, sondern was ich 10 oder so. Das meinte ich, es gibt so einen schönen Satz von dir, den hast du, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, so sinngemäß, da stand ich plötzlich mit so einer Kette für 30.000 Euro und hatte einen Haufen Schulden beim Finanzamt und merkte, irgendwas ist jetzt hier komisch. Und eben auch noch so viele Freunde, die nicht mal ihre 500 Euro Miete zahlen können, weißt du so? Und dem man natürlich, ich war immer schon so, dass ich vielen Leuten versuche, Jobs zu geben und immer eher Freunde und Umfeld einbinde in meine Karriere. Aber man kann natürlich nicht alle reich machen, so, ne? Also man kann nur Leute bezahlen, wenn sie auch irgendwas tun. So. Und das war einfach wirklich irgendwie so ein Unverhältnis, wo ich gemerkt habe, es passt nicht in meine Philosophie wirklich rein. Das glitzert total schön, aber hier drin fühlt es sich nicht geil an. Ich habe auch irgendwo das so nachgelesen, dass du irgendwann gemerkt hast, es ist eigentlich nicht cool, mit 30 immer noch cool zu tun, keinen Job zu haben und nicht so richtig zu wissen, wovon man die Miete bezahlt. Ja, ich bin eben mit 23 Vater geworden, deshalb hat sich dann, also war für mich gleich so dieser Schalter umgelegt, so ab jetzt ist eben nicht nur für mich und wir haben damals so, vorher war ich eben so Kellerwohnung mit ein paar Freunden, das war auch gleichzeitig ein Studio und gefühlt das Haus der Jugend von Eimsbüttel, so, wo einfach die ganze Zeit nur kommen und gehen und dann auf, so auf einmal ein ganz anderes Ding. Ja, also deshalb, für mich war dieses männlich Ding einfach eher so diese Fragestellung, ich wollte keine Antwort geben irgendjemand oder meine Definition von Männlichkeit. Ich habe eigentlich, wenn das Thema auf dem Album an den Stellen, wo es vorkommt, Männlichkeit, das ist eigentlich immer nur hinterfragen, weil ich habe so das Gefühl, ich bin aufgewachsen in einer Generation, die super wenige gute männliche Vorbilder hat. Das ist eigentlich so die Essenz, so dass man einfach aufwächst und irgendwie von Männern, die ich kennengelernt habe, auch teilweise imposante Personen, so irgendwie fand immer, wenn die mir ihre Ideologie übers Leben, wie sie so das definieren, so, also so Typen, die dann immer so große Klappe haben und viele Reden halten und dann trotzdem, weißt du, sobald sie aus der Tür sind, ihre Frau betrügen. Und ich bin einfach so mit vielen Leuten aufgewachsen, die schlechte Beispiele waren und fand immer, Frauen haben einfach also wenn die für sich definieren, was richtig ist, dann hat das für mich auch immer Sinn gemacht. Wenn ein Mann für sich definiert hat, was richtig ist, dann war es immer noch so, okay, es ist richtig für ihn, aber irgendwie ist es nicht richtig. Und deshalb weiß ich selber überhaupt nicht, was richtig ist. Und das war eher so der Anlass, darüber zu schreiben. Ja. Und dann irgendwie hoffentlich eben, wie auch, aber ich denke auch, also dass Diskussion das Wichtigste ist. Du hast das gerade kurz angerissen und sagst, bin mit 23 Vater geworden. Darauf warst du ja wahrscheinlich so nicht wirklich vorbereitet. Ja, 9 Monate hatte ich Zeit. Du hattest und dann kommt das in so jungen Jahren ohnehin schwierig genug. Und dann hast du auf der anderen Seite aber auch etwas zu verlieren, nämlich dieses Bild, dieses Image, dieses coolen, lässigen Rappers, der sowieso auf Konventionen pfeift. Das stelle ich mir schwierig vor, diesen Spagat hinzukriegen. Also nachts die Windeln zu wechseln und morgens wieder der coole Rapper zu sein. Nee, an sich, rein in der Theorie ist es für mich kein Spagat. Es ist nur ein Spagat, wenn man dann nicht den richtigen Lebenspartner hat und einfach, weißt du, von einem was anderes erwartet wird die ganze Zeit. Und ich hatte irgendwie einfach irgendwann das Gefühl, alles, was ich mache, ist falsch irgendwie. Und das war einfach, einfach nicht, Was denkt denn einer wie du, Sammy, weil du gerade sagtest, die Jugend Eimsbüttel, was denkt denn einer wie du über das, was Generation heute, also 16-jährige, 17-jährige Generation Schulhof, was die an Männlichkeit mitkriegen, was die an Männlichkeit leben? Ist das anders als zu deiner Zeit? Es ist natürlich, der Zugang zu allem ist heute viel leichter. Ne? Die sind eben alle auf ihren Smartphones direkt im Internet, sobald irgendwie der Lehrer nicht hinguckt. Und deshalb, also wir hatten ja nicht zu meiner Zeit, ich war vor 20 Jahren oder so in der Schule, da gab es eben das nicht. Deshalb, ich glaube, die Gesellschaft bleibt eigentlich immer so ähnlich und alles Negative und Positive ist, glaube ich, immer in jeder Generation ähnlich gewesen. Man denkt, also ich habe immer das Gefühl gehabt, so früher, heute ist es so schwer und dann mal irgendwie von meiner Oma mir Kriegsstories angehört und gedacht, so, okay, ist überhaupt nicht schwer. Aber jede Generation hat eben andere Probleme, ne, für sich. Und aber ich glaube, für die Kids jetzt auf dem Schulhof so, also gerade deshalb war es für mich auch so interessant, das Album männlich zu nennen und darüber zu reden aus meiner Perspektive, weil natürlich gerade in dem Genre, wo ich bin, das extrem klischeebehaftet ist und eigentlich Männlichkeit wirklich irgendwie eigentlich ein Synonym für Sexismus, Materialismus und Macho-Gehabe ist. Und meine Definition da also komplett eine andere war eigentlich. Und auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun hat und eben Vater sein und für sein Umfeld, was auch immer. Man hat eine Familie, sein Job, für mich meine Band.
und Leute, mit denen ich arbeite, dass einfach so eine Verantwortung da ist, man so schon dann sich als Herdentier, also so Rudelanführer sehen. Das Gefühl, das verändert sich gerade wieder. Also ich habe so das Gefühl, die leben wieder mehr diesen Machismo und sind. Also ich weiß nicht, ob du das so verfolgst, was so ansonsten so ein deutschen Rap draußen ist, was die Kids auf dem Schulhof so sich anhören. Das ist wirklich extrem hart. Also so, ich war damals war ich hart, weil ich einfach nur gesagt habe, ich finde mich selber cool. So. Das war schon damals so, boah, er ist voll heftig und revolutionär. Und jetzt, worüber die reden, ist wirklich, also ist echt extrem Rassismus, Sexismus, Gewaltverherrlichung. Beispiel? Ich nenne keine Namen, weil sonst wäre ich morgen abgeknallt wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall krass. Ich habe so ein Zitat auf einem Song, auf dem Album. Der Song heißt Mann muss tun. Mit diesem typischen Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss Satz. Aber dann mit der Fragestellung oder dahinter der Satz ist dann aber auf weiß ein Mann nicht, was er tun muss. Das ist der Refrain. Und die zweite Strophe fängt an. Ob sich die Lage der Männer bessert, erziehen wir eine Generation von Männern, die Menschenrechtler werden oder Gangster-Rapper, die Thug Life super finden. Das ist eben so eine Marke. Thug Life war ein Tattoo, das Tupac hatte, was so was heißt wie kriminelles Leben. Die Thug Life super finden. Wo sind die Martin Luther Kings hin? Leider mehr El Bundys als Gandhis. Wer ist der bessere Mann? Es kommt drauf an, wie du einen Mann siehst. Und klar ist unsere Generation Anti. Wer kriegt den nächsten Integrationsbambi? Weil das eben auch so ein Thema hier war, weil einfach Anti-Helden werden so gefeiert in der Gesellschaft. Aber auf einmal, wenn du persönlich zu diesem Anti-Held wirst und das machst, was der Anti-Held macht, dann bist du als Individuum auf einmal entweder kriminell oder ein Schwein oder ein schlechter Mensch. Aber in Filmen feiern wir es alle. Wenn du gerade Bushido ansprichst, wie stehst du zu Bushido? Zu dem, wofür Bushido steht? Ich habe mir eine Frage gestellt, wer kriegt den nächsten Integrationsbambi, weil es natürlich einfach sehr fragwürdig ist. Also es gibt da einfach viele Leute, die wirklich... Ich war schon in vielen Projekten, daher kenne ich auch Mo schon irgendwie aus von vor über 10 Jahren. Ne? Da haben wir uns bei den Brothers Keepers Projekt mal kennengelernt. Und es gibt einfach so viele Leute, die wirklich jeden Tag von morgens bis abends nichts anderes machen, als ihr Leben irgendwelchen sozialen Aufgaben zu widmen. Ne? Ja. Und dann ist es natürlich eine Frechheit, wenn jemand, der wirklich einfach ganz öffentlich nachvollziehbar auf jeden Tonträger was anderes darstellt, sowas kriegt. Also, und dann danach diese Debatte entsteht, der Preis zurückgenommen wird oder was weiß ich. Also ich fand, diese ganze Sache war einfach so mega bezeichnend für Deutschland. Weißt du, es wird nicht, ich kritisiere nicht Bushido dafür, dass er den Preis gekriegt hat oder dafür, dass er so eine Musik macht. Ich kritisiere diese Instanzen, die dafür verantwortlich sind, dass diese ganzen Messages immer noch größer gemacht werden. Weißt du, also, jeder gibt ihm die Plattform. Weil man ihm die Plattform gibt, genau. Und ihm die Möglichkeit gibt, beispielsweise Menschen, ich gehörte übrigens auch dazu, Prügel anzudrohen und auch noch schlimmere Dinge. Und auch da wieder eine Vervielfältigung erfährt auf eine Art und Weise, wie es eigentlich der ganzen Sache nicht hilft. Etwas anderes hat Mo Asuman gemacht, finde ich. Etwas bemerkenswert Cooles, würde ich jetzt mal sagen, in dem Zusammenhang sogar. Du hast dich... Situationen gestellt, von denen die meisten sagen würden, da würde ich mich so nicht unbedingt reinbegeben. Und zwar hast du, weil du irgendwann mal dich konfrontiert gesehen hast mit einer Neonazi-Band, die über dich sang, die nächste Kugel ist für dich, Mo Asuman, hast du jetzt einen Film gedreht, die Aria. Und hast dich auf die Suche gemacht, um die Frage zu beantworten, was ist eigentlich ein Aria? Und warst du unter anderem bei Neonazis in Mecklenburg unterwegs? Was ist das für ein Gefühl, wenn man da zu so einer Kundgebung geht? Soll ich erst beantworten, wer ein Aria ist? Also die Deutschen sind es auf jeden Fall nicht. Und groß und blond und blauäugig sind die Aria auch nicht. Ich habe die Aria besucht. Aria kommen aus dem Iran. Iran heißt auch das Land der Aria übersetzt, ja. Aria kommen aus Indien, das ist die Region und das hat mit Deutschland überhaupt nichts zu tun. Das haben sich die Nazis damals aus der Sprachwissenschaft in die Rassenlehre reingepackt und haben sich dann einfach Aria genannt. Und so hieß die Deutsche Aria. Ursprünglich ein Hirtenvolk in Zentralasien gewesen, wenn man das mal so runterbricht. Also so ganz glorreich ist das alles nicht. Wir schauen mal rein. Wir reden über eine NPD-Demo in Wismar, war das? In Wismar, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Und du bist dahin mit einer Kamera
Ja, und hast mal versucht, ja. Mit einer Kamerafrau auch noch. Ja, 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 weil mit Männern haben wir versucht, am Anfang zu drehen. Wir hatten quasi 2 Drehtage mit Männern. Und dann wurde die Kamera ins Gesicht geschlagen und Bier übergossen. Und dann mussten wir wirklich umswitchen und haben dann nur noch mit Frauen gedreht. Ja. So, und hast dann versucht, mal mit diesen jungen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und folgende Reaktion kam dabei heraus. So. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man auf so eine Wand trifft? Also natürlich habe ich das auch so erwartet, aber also tief drin verletzt es mich natürlich. Mhm. Es ist ganz klar, also das wäre jetzt Quatsch, wenn ich das negieren würde. Also die Verletzung ist aber die eine Seite und die andere Seite ist viel stärker. Ich möchte nämlich wirklich zeigen, wie sich das halt anfühlt. Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn man so einem Rassisten gegenübersteht? Mhm. Und dafür brauche ich die Kamera und deshalb gehe ich mit der Kamera dahin, dem Zuschauer hier oben auf der Schulter, der alles live miterlebt. Mhm. Und das ist meine große Motivation und das, dadurch kann ich das auch machen, sonst würde ich das überhaupt gar nicht schaffen. Mhm. Gibt es Momente, in denen man da Angst hat, wenn dir da einer sagt, geh zurück nach Afrika, ne? War der Satz, glaube ich, der gerade gefallen ist. Ja, der hat wahrscheinlich Negerküsse gegessen. Also, ich glaube, der hatte die falschen Eltern. Das glaube ich. Der hatte das, und das ist ja auch eine Frage, die Sie ja auch aufwerfen zu Recht. Wieso sind diese jungen Leute das überhaupt geworden? Und warum steht in der Entwicklung dem keiner entgegen? Und da kann ich nur sagen, der erhobene Zeigefinger, auch vielfach von den Kirchen und Lichterketten und wer weiß was, hilft überhaupt nichts. Man muss diese jungen Leute gewinnen. Für den Sportverein, für gute Gedanken, für etwas, man muss sie doch wegholen. Ist es so einfach? Ich würde gerne mal Niklas Frank fragen an der Stelle. Ganz schwer. Was ist denn da schiefgelaufen aus Ihrer Sicht, wenn Sie sowas sehen? Also das ist schiefgelaufen tatsächlich durch die Eltern und Großeltern dieser Leute. Toll. Das fing einfach an mit dem 8. Mai 1945, der totalen Kapitulation Deutschlands. Es kann mir keiner sagen, dass ab dem 9. Mai zu Hause beim Schweinsbraten, so wie sie ihn damals schon hatten, die ganzen Leute wie plötzlich Demokraten waren. Und da man nie, die sofort angefangen haben zu schweigen, ist ein Sumpf entstanden, aus dem diese Blüten herauskommen, wie Sie sie da gezeigt haben im Film. Mhm. Das ist ungeheuerlich und ich würde nur sagen, wenn diese rechten Typen einen Mann hätten als Führer, wie meinetwegen den FPÖ-Chef Jörg Haider, jung, braun gebrannt, berät, hätten wir ein Problem von um die 20% Zustimmung bei Wahlen. Hundertprozentig. Das ist alles weitergegangen. Dieses Nichtreden ist wirklich weitergegangen und treibt eben diese... Es gibt ernst, jetzt sind wir jetzt schon leider da, nicht nur zu den Dunkelhäutigen, sondern auch Antisemitismus. Es gibt seriöse Studien, die heute schon sagen, dass bis zu 20% der deutschen Bevölkerung stark antisemitische Ansichten haben. Jetzt könnte man hier ins Publikum sagen, ob sich bitte die 20% der Antisemiten erheben. Und da würde ich mal der Hand dafür ins Feuer... Das wird kein Mensch tun. Ja, da ich wird glaube, wieder geschwiegen. Ja. Und es wird aber gebrodelt unter, was Sie vorher gesagt haben mit dem Dampfkessel. Mhm. Es geht leider weiter, weil man es nicht ausredet. Und richtig. Sie hat es ja bewiesen, die reden natürlich alle mit dir, weil sie alle ganz genau wissen, sie haben kein einziges Argument. Mhm. Das ist nicht. Aber dieses Blut in denen, wobei ich das jetzt nicht als Forscher meine, sondern diese Blutwut, die sie haben, die gegen alles geht, macht sie gleichzeitig sprachlos und immer gefährlicher. Mhm. Weil es eben nicht ausgerechnet, keine Ahnung, dafür hat aber die Bundesrepublik dafür gesorgt, dass die Streetworkers zurückgefahren werden, dass diese ganzen Gelder wegkommen, sonst wohin. Genau. Da aber ist bei den Leuten, würde ich sagen, Herr Hane, ist es schon viel zu spät. Ja. Es geht, müsste viel Hopfen, früher losgehen. Hopfen und Malz verloren, glauben Sie? Was haben die denn gefordert? Ich hörte von einem 5-Punkte-Plan zur Ausländerrückführung. Was soll das sein? Ja, das habe ich irgendwann mal auf so einer NPD-Seite gefunden bei der Recherche. Da stand 5-Punkte-Plan zur Ausländerrückführung. Mhm. Und ich habe mich natürlich gefragt, was ist das und wie geht das? Obendrauf stand noch bitte ausdrucken und verteilen. Ich fand das so schräg. Mhm. Und dann habe ich dann auch einen gefragt bei so einer NPD-Kundgebung. Das war in Potsdam. Und der hat mir dann erklärt, dass ich
meine Sachen, die würde ich zwar behalten, aber die anderen Güter, die ich habe, da wird mir das Geld ausgezahlt und dann würde ich quasi in den Flieger gesetzt und müsste dann auswandern in einen Vielvölkerstaat, zum Beispiel wie Amerika. Er würde mir sogar dabei helfen, er wäre ja Gentleman. Ja. Das ist aber groß. Was sagen denn diese Leute, wenn man denen klar macht, pass mal auf, ich bin hier geboren. Ja. Ich bin in Deutschland geboren, ich habe einen deutschen Pass. Ich bin genauso sozialisiert wie du auch. Ja, das reicht denen eben nicht. Also die denken wirklich noch im Sinne des Arier-Nachweises. Ja? Mhm. Das war ja damals genau das Ding. Es gab diesen Arier-Nachweis oder Ahnenpass auch genannt, wo man eben nachweisen musste, wie viele Generationen zurück man eben in Anführungszeichen deutschen Blutes ist. Und dann habe ich mal geguckt, Arier-Nachweis, die Definition der arischen Abstammung ist deutschblütig. Und wer nicht arisch ist, damals im Sinne der Nazis, Juden, da steht Zigeuner, da ist das Wort wieder, Menschen der afrikanischen und asiatischen Rassen. Auf dieses Blatt beziehen die sich immer noch, auf diesen Ausweis. Und ja, das kriegt man aus den Köpfen so schnell nicht raus. Aber ich muss auch wirklich noch eine Sache sagen, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man bei den Rassisten tatsächlich unterteilt. Wenn man die alle in einen Topf packt, dann kommt man an das Thema einfach nicht ran. Man muss wirklich sagen, auf der einen Seite, ich nenne sie die Hassverkäufer, das sind die, die mit ihren Reden immer ständig die anderen indoktrinieren. Ja? Da kommt jeden Tag eine neue Verleumdung über Menschen mit Migrationshintergrund, über Muslime, über Juden. Und wenn man das dann die ganze Zeit hört als Mitläufer, dann bleibt man vielleicht dabei. Das ist zumindest das Ziel. Und auf der anderen Seite sind aber die Mitläufer. Also man darf die nicht zusammenpacken. Ich finde schlimm diese Hassverkäufer, weil die das natürlich ganz strategisch machen. Und der Mann, mit dem ich da gesprochen habe, der war zum Beispiel bei der NPD, war der für Kultur und für Bildung zuständig oder für Bildung. Und aber jetzt mal umgekehrt, wenn du zum Beispiel erlebst, Sammy, dass ein Kollege, sehr erfolgreicher und auch sehr geschätzter Kollege wie Jan Delay, der gerade sehr erfolgreich auch in den Charts unterwegs ist, wenn der dann plötzlich sagt, Heino, schwierig, ist eh ein Nazi. Was geht dir da durch den Kopf? Ich war ja also die ganze Zeit auf Tour, ich habe das nur so am Rand mitbekommen und ich meine, ich weiß, wie das ist. Das ist letztendlich nicht irgendein Statement, was er so rausgehauen hat, was ihm wichtig war zu erzählen, sondern er wurde gefragt wahrscheinlich, wie findest du es, dass jemand wie Heino deine Songs covert? Und da ist dann die Wortwahl Nazi in Deutschland wahrscheinlich dann nicht die günstigste, um sich einem Konflikt zu entziehen. So, da muss man dann damit rechnen, dass irgendwas zurückkommt. Aber ich kann schon seinen Punkt verstehen. Weil also Heino ist jetzt auch für mich irgendwas. Also ich habe den einmal am Flughafen gesehen, das war für mich so unreell. Ich habe schon so viele Celebrities getroffen und war das irgendwas anderes. Aber ja, das stimmt. Das ist doch Heino und Hannelore, also gar nicht auf negativ, sondern aber es war so ist echt Heino. So nach dem Motto, es gibt sie wirklich. Es gibt ihn echt, weißt du? Also das hat mich alleine schon krass geflasht. Aber das Gefühl, kann man bei... Ich hatte dieses Erlebnis mal mit Prinz Charles, weil ich sehr geprägt bin von der ganzen Regenbogenpresse und so weiter. Und wusste, ich war in einem kleinen Hotel und der fuhr unten an dem Tag unten in einem offenen Auto vorbei. Und ich bin ans Fenster, um zu sehen, ob es diese Ohren tatsächlich gibt. Ja. Und es gibt sie. Kann ich bestätigen. Also da muss ich jetzt noch mal sagen, das finde ich so bekloppt und so ungeheuerlich. Was? Weil zu Heino zu sagen, das ist ein Nazi... Das er hat ja nicht zu Heino gesagt, er ist Nazi. Natürlich hat er es gesagt. Und es wird ja sogar noch, wenn Sie das alles mal nachforschen, meine These ist, es verniedlicht Ihre Arbeit. Sie beschäftigt sich mit den richtigen Nazis und warnt davor. Wenn ich jetzt Heino ein Nazi nenne, ist das eine Verhöhnung der Opfer, der wahren Nazis? Und ist es eine Ungeheuerlichkeit? Ich kann doch nicht sagen, weil einer das R rollt. Dann wäre der gesamte Westerwald und das Siegerland... So, das ist auch darum ging es nicht. Nein, es gibt eine ganze Liste bei Heino. Es ging, nicht nur von diesem Menschen, den ich nicht kenne, der wahrscheinlich da schon ein bisschen mehr bekannt Deutschland werden wollte. Aber nein, es ging um das Deutschland, es ging um Schwarzbräunen, ist die Haselnuss. Genau. Das ist nämlich, da war Hitler noch 100 Jahre entfernt. Da sangen das die Leute schon, wer das R rollt. Und ich rege mich nur deshalb auf. Darum, dass er in Sun City genau, das haben viele andere gemacht.
gemacht, dass Deutschland lädt alle drei Strophen und so weiter. Also ich will nur sagen, Nazi, so einfach ist es nicht. Mit Nazi nichts zu tun. Er hat die drei Strophen gesungen. Es geht um eine Gesinnung. Nein. Er hat die drei Strophen gesungen, weil damals einige Bundesländer, unter anderem auch Hessen, keineswegs CDU geführt, gesagt hat, wir wollen alle drei Strophen auf einer Platte haben. Ich kann die doch nicht alle als Nazis bezeichnen. Bei Heino hat mich nur aufgeregt. Wenn da wird jetzt eine Diskussion, läuft jetzt nach dem Motto, ist der denn jetzt Nazi, weil er schwarzbraun ist, die Haselnuss setzt. Und Sie setzen sich dafür ein, die wirklichen Nazis zu identifizieren und zu sagen, was steckt dahinter. Deswegen sage ich mir, weg von diesen Vergleichen. Alles, was Vergleich mit Nazis zu tun hat, nicht wer es ist, Vergleich. Genauso wie dieser ganze Quatsch, bei Hitler war doch nicht alles so schlecht. Und wir müssen auch mal darüber reden. Ich sage immer, das ist für mich ein Tabu. Also wenn über Tabu, ich bin für Enttabuisierung. Aber ich sage, alles, was damit zu tun hat, mit diesen Vergleichen, Kinder, lasst es doch. Es geht immer schief. Ich kann Ihnen einerseits recht geben, weil es immer tatsächlich schief geht, wenn man über das Thema redet. Andererseits ist es dann aber komisch, dass Sie Ihr Tabuthema haben, aber 20 Mal eben das Wort Negerkuss so freizügig erwähnen, obwohl Sie wissen, dass es für andere Leute auch nicht ist. Also jetzt muss ich mal noch mal sagen. Nein, weil ganz kurz. Weil Negerkuss hat mit Nazis überhaupt nichts zu tun. Was Sie sagen zu der scheinheiligen politischen Korrektness. Und das, was Sie ehrlich gesagt verkörpern, ist für mich scheinheilige politische Unkorrektness. So tun, als wenn alles okay wäre, wenn man andere Leute beleidigt. Nein. Wir dürfen die Ebene nicht verschieben. Also, was Herr Frank schreibt über seinen Vater, das ist sowas, was unter die Haut geht. Das war der Nationalsozialismus pur. Was sie jetzt erlebt, ist für mich ganz erschreckend, dass in Deutschland es noch hoffnungslose Jugend gibt, die in diesem, bekloppt meist im Hirn, dass die darüber sich identifizieren. Und deswegen finde ich alles, was mit Negerkuss und Heino zu tun hat, eine Verniedlichung dieses ernsten Themas. Finde ich nicht, weil letztendlich, wenn Jan das so sieht, dass jemand mit einer komplett für ihn politisch anderen Gesinnung seinen Song covert, das ist ja, für uns ist ja jeder Song wie für dich deine Kolumnen oder deine Bücher, das ist was, ein Teil deiner Seele. So. Richtig, aber das und dann singt Nazi auf einmal jemand anders ihn und ich meine, diese ganzen Jungs da, die wir gerade gesehen haben, obwohl die Nazis sind, die haben auch nichts mit Nazi zu tun, weil sie ja gar keine Ideologie dahinter haben. Das würde ich bestreiten. Das sind einfach nur junge Menschen, die verzweifelt sind und irgendwie Gruppenzugehörigkeit brauchen. Das kann sie ja erzählen. Herr Frank, bitte. Aber ich meine, das Motiv ist ja nicht, dass sie als Nazis, ich glaube nicht, dass es nur an den Eltern und den Großeltern lag. Ich glaube, dass es daran liegt, dass gerade in den neuen Bundesländern einfach nach der Öffnung, also nach dem Fall der Mauer, einfach sich die Leute so zuordnen mussten. Also mein Manager zum Beispiel, mit dem ich mein Studio habe, der ist da aufgewachsen, auch irgendwo bei, was war das, Wismar oder sowas. Und hat gesagt, als er so ein, zwei Jahre, also er ist genau zum Mauerfall in den Westen gekommen und dann, als er wieder zurück zum Besuch gegangen ist, ein, zwei Jahre später, waren alle seine alten Kollegen, mit denen er vorher irgendwie Skateboard gefahren ist oder so, auf einmal Nazis, so, weil sie sich zuordnen mussten, gefühlt. Und also ich glaube, das ist auch ein großer Fakt. Ich glaube nicht nur, dass es von Generation zu Generation weitergegeben wird, sondern auch, dass Leute... Aber es ist doch spannend, dass ausgerechnet diese Ideologie weitergetragen wird von denen. Die hätten sich ja auch wie früher die Naturfreunde auf irgendetwas anderes... Das stimmt, auf jeden Fall. Aber da sind dann natürlich... Also es sind dieselben Quellen. Genau, und vor allem, das stimmt ja auch, was Herr Hane gesagt hat, dass die Organisierten... Oder nee, das hast du gesagt, sorry. Die Organisierten natürlich diese ganzen Mitläufer mitziehen. Richtig. Und das ist natürlich das Gefährliche. Aber ich meine, wenn ich so den jungen Leuten da ins Gesicht sehe, dann sehe ich dann nicht Leute, die auf die Welt gekommen sind, voller Fremdenhass, sondern sehe einfach Leute, denen eine Ideologie und irgendwas Positives im Leben fehlt, die man dann für jeden schlechten Zweck schnell gewinnen kann. Warum ist es dann ausgerechnet die Nazi-Ideologie? Wo wir genau wissen, was daraus geworden ist. Ja, weil die am besten organisiert sind anscheinend. Also ich meine, man könnte... Das ist eigentlich immer eine dass es auch damit zu tun hat, dass man will auf der Gewinnerseite sein, man will sich überlegen fühlen. Es sind ja auch, die sind ja nicht auf der Gewinnerseite. Nein, aber man will sich so fühlen. Ich meine, man will einmal das vermeintliche Gefühl der Überlegenheit haben, was auch immer. Nee, find's in jedem Fall. Weil die wirklich voll gepumpt werden mit diesen Hassreden. Ja. Permanent. Ja. Mit allem, was... Aber da geht es ja auch eben genau darum. Lass es mal kollektiv auf die Sauer. Ja, weil tatsächlich dahinter... Ich finde es in jedem Fall hochinteressant,
trainiere mal so ganz verschiedene Generationen und Menschen, die ganz unterschiedliche Dinge tun in ihrem Leben, mal auf diese Art und Weise über so etwas sprechen. Will noch einmal sagen, was das Buch angeht. Da geht es auch um ganz, ganz vieles andere. Da geht es um die Frage, darf man auch Weihnachtsmarkt sagen, beispielsweise. Also in Kreuzberg darfst du nicht mehr Weihnachtsmarkt sagen, sondern muss Winterfest sagen. Übrigens betrifft das, dann denkt man immer, Hane schreibt das jetzt als Christ. Da sage ich, Kinder, wehret den Anfängen. Was als nächstes nämlich kam, die Muslime dürfen nicht mehr Ramadan-Fest sagen, sondern Sommerfest. Ja, beispielsweise. Wir sind doch bekloppt. Das ist das, worum es im Kern auch geht oder vor allen Dingen geht. Ich würde gerne zurück zu Muaz Wang, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass sowas in Deutschland stattfindet. Nein, ihr habt euch die Mühe gemacht, weltweit unterwegs zu sein. Und ich würde auch Herrn Frank an dem Punkt widersprechen. Ich habe selber einen italienischen Pass, habe immer das Gefühl, dass dieses Land seine Aufgabe, was auch Vergangenheitsbewältigung angeht, durchaus gemacht hat in vielerlei Hinsicht und auf vielerlei Ebene. Und dazu tragen auch solche Bücher wie Ihres beispielsweise bei. Und dann gibt es aber andere Länder, die man gar nicht so auf dem Radar hat, wo unglaubliche Dinge bis heute gesagt, gemacht und getan werden. Und wo es auch zum Beispiel solche Bilder gibt, wie wir sie jetzt sehen, in den vermeintlich aufgeklärten, multikulturellen USA. Schauen Sie mal. So, kommt kaum noch vor, passiert nicht mehr jeden Tag. Wie steht man dann da? Und ich bewundere da diese Gelassenheit, dass man da so steht und sich das anhört. Ich wollte die Bilder einfangen. Also ich war selber total auch gethrillt von diesem Moment, da mitten in der Nacht da den Ku Klux Klan zu treffen, auf dem Rücksitz des Pickup-Trucks, zwei Maschinengewehre und so. Also ich habe einfach gedacht, ich fange so viel wie möglich von diesen Wahnsinnsaussagen ein, damit es die Zuschauer sehen. Ja. So, und wenn Sie jetzt sagen, das ist schon starker Tobak, dann schauen wir uns jetzt mal Folgendes an. Geht um Tom Metzger, einen Radiomoderator, Gründer des, so heißt es, weißen arischen Widerstandes, der eine eigene Radiosendung hat und der ganz offen, öffentlich für jeden hörbar, in den USA Folgendes sagt. Das ist ja herrlich. Das ist irre. Ja. Meint er das ernst? Ja. Meint er das ernst? Ja, der meint das ernst. Und das ist der Beweis dafür, dass er ein Hassverkäufer ist. Ja. Weil die glauben gar nicht an ihren Kram. Die wollen das nur verkaufen und andere damit reinlegen und damit reinziehen. Sind Sie sicher, dass der nicht daran glaubt? Der glaubt da nicht dran. Der macht das seit Jahren und das ist sein Business. Sagt er auch Racial Business. Die Frage ist, Herr Frank, was ist denn gefährlicher, wenn er dran glaubt oder wenn er nicht dran glaubt und es einfach nur maximal gut vermarktet in seinen Augen? Eigentlich ist das wurscht. Wenn er es gut vermarktet und so dran glaubt, das spielt dann keine Rolle, wenn Sie recht haben, dass er nicht dran glaubt. Ich glaube schon, dass er dran glaubt. Würde ich schon sagen, dann kenne ich ihn nicht. Also, die Aria kommen am Montag zu später Stunde, 11:55 Uhr. Ne? Die guten Sachen immer sehr spät. Deswegen sind wir auch immer so spät unterwegs im ZDF. Im ZDF auf jeden Fall. Sehr, sehr sehenswerte Dokumentation. Ja. Und da erfährt man dann noch sehr viel mehr über Muaz Wang und ihre Biografie, unter anderem auch, wenn es um die eigene Großmutter beispielsweise geht. So, es gab vor kurzem im Spiegel eine Geschichte von Kurt Schnibben, der beschrieben hat, was das für ein Gefühl ist, wenn man plötzlich feststellt, dein eigener Vater ist nicht der, für den du ihn jahrelang gehalten hast. Und das war Anlass für uns, Sie zu uns ins Studio zu bitten. Herr Niklas, Sie haben vor vielen Jahren ein Buch gemacht. Ein Buch ist eigentlich das falsche Wort, eine Abrechnung. Mit Ihrem eigenen Vater geschrieben, so steht es auch im Untertitel, die Abrechnung. Ein Vater, der von sich reden kann. So, und dieser tägliche Kampf gegen das Vergessen, so haben Sie es mal beschrieben, geht unter anderem auch so. Sie tragen bis heute ein Bild Ihres Vaters bei sich. Was für eins? Als er auf einer Decke liegt und kurz nach der Hinrichtung. Die wurden dann auf so eine Bar gelegt, wo sie dann mit kaputtem Genick eben liegen und noch fotografiert worden. Das haben die Amis deswegen gemacht, damit keine falschen Helden aufgebaut werden, dass man sagt, die leben doch weiter oder was weiß ich. Deswegen wurden die alle fotografiert. Dieses Foto haben Sie? Das haben Sie auch heute bei sich? Warum haben Sie dieses Foto immer bei sich? Aus zweierlei Gründen.
Der eine Grund ist immer wieder, um sicherzugehen, dass er wirklich tot ist. Und zum anderen grinst er mich beinahe täglich an und gibt mir zu verstehen, dass er nicht tot ist. Dass das, was er angerichtet hat, seine Ideologie, seine Menschenverachtung, auch heute noch in der deutschen Gesellschaft weiterleben. Herr Frank, wenn man sich mal mit dieser Geschichte beschäftigt, dann geht es einem auch deswegen so unter die Haut, weil ich selten ein Buch gelesen habe, das so schonungslos, ehrlich, gnadenlos berichtet aus der Perspektive des Sohnes mit Blick auf diesen Vater und so gar kein Mitleid in irgendeiner Form mal walten lässt. Da spürt man keine einzige Zeile, keinen Hauch von Vergebung, von Verzeihen, von Versöhnung, sondern was da immer wieder rauskommt ist, ich möchte euch mit aller Klarheit und aller Wahrhaftigkeit zeigen, wer mein Vater wirklich war. Warum diese Unversöhnlichkeit? Eigentlich schon als Beispiel. Weil ich bin aus dem Zufall des Nichts oder aus Gottes Plan in diese Familie hineingeboren worden. Mhm. Und der sicher beherrschende Schock meines Lebens waren die ersten Fotos nach Kriegsende, wo in den nunmehr demokratischen Zeitungen Leichenhaufen gezeigt wurden aus KZs. Darunter auch Leichen in meinem damaligen Kindesalter. Und immer stand Polen drunter. Und das war eigentlich so eine Hauptentscheidung. Wie sollte ich mich denn wirklich anders entscheiden? Soll ich meinen Vater danach beurteilen, dass er mir mal über mein damals noch volles Haar gestreichelt hat? Oder nach den Öfen voller Leichen, die er hinterlassen hat? Mhm. Wenn wir mal reingehen in diese Geschichte, Herr Frank. Der Sohn als eines Generalgouverneurs in Polen. Sie haben mal gesagt, mein Vater war der König von Polen, meine Mutter war die Königin von Polen und ich war der Kronprinz. Wie sah diese Kindheit aus? Wo haben Sie da gelebt? Also wir haben immer nur so, ich würde sagen, pro Jahr zwischen 39 und 45 bis zu 5-6 Monaten in Polen gelebt, meist auf dem Wawel. Und da hatten wir ein sogenanntes Wochenendschloss, das wir dem Grafen Potocki geraubt hatten. Das hieß Kressendorf, es war 20 Kilometer in Richtung Westen von Krakau. Und ich hatte natürlich eine wunderbare Kindheit. Sie haben mitten in Krakau auf dieser Burg gelebt? Ja, das war sehr schön. Und eines meiner schönsten Erinnerungen war, wo ich auch gemerkt habe, wie mächtig mein Vater war. Ich hatte ein Tretauto und Krakauer Burg hat sehr lange Gänge. Und ich habe immer gewartet, bis ich Schritte hörte von Erwachsenen, da bin ich ganz schnell meine Pedale getreten und wenn die um die Ecke kamen, bin ich in die Beine gefahren. Das tat sehr weh, weil das war ein ziemlich kantiges Gefährt und ich lugte dann von unten nach oben, weil ich genau wusste, die haben dann aus ihrem schmerzverzerrten Gesicht ein Lächeln gezaubert, haben mir nie eine Watschen gegeben, sondern sie wussten eben, ich bin der Sohn des Generalgouverneurs, den darf man nicht einfach normal anfassen oder überhaupt ihn nur bedrohen mit Finger und irgendwas zu sagen. Das ist eine ganz bezeichnende Szene. Ich habe noch eine andere oder von einer anderen gelesen. Sie waren weit, weit oben irgendwo in einem Turm und haben ihren Diener gerufen. Nein, Turm nicht. Das war vor allem im Schloss Kressendorf und auch in der Burg. Da gibt es diese schönen Freitreppen und wir hatten unseren eigenen Diener, der hieß sogar Johann, wie aus jedem Schmierenkomödienstück. Mhm. Und ich pflegte oben zu stehen und rief dann Johann mit meiner Piepstimme. Und dann sagte er unten bitte und ging die Treppen rauf und sagte nochmal bitte. Und dann sagte ich danke und lief weg. Der hat mir auch nie eine Watsche gegeben. Sie haben Ihre Macht bewusst ausgespielt. Das haben wir sofort gemerkt. Mhm. Sie beschreiben auch, wie Ihre Mutter, die Sie dann die Königin von Polen nannten, wie die... Das hat mein Vater genannt. Als mein Vater Generalgouverneur war, kam er zurück nach Berlin und kniete vor meiner Mutter nieder und sagte, Brigitte, du wirst die Königin von Polen. Mhm. Wann haben Sie, Herr Frank, das erste Mal verstanden, was da passiert? Dass da hunderttausendfach, millionenfach Menschen nicht nur vertrieben worden sind, sondern vernichtet, zerstört, verbrannt, ermordet worden sind.
Und zwar auf Geheiß und weitgehend auch organisiert von ihrem eigenen Vater. Also die ganzen Zahlen, alles ist, so, ist mir natürlich im Laufe des Erwachsenwerdens klar geworden. Aber durch diese Fotos, die ich 45 gesehen habe, da war ich schon 6, hat mich das immer schon interessiert. Und ich habe auch später immer so privat weiter recherchiert. Mhm. Aber es war für mich auch klar, erst unbewusst und später bewusst, ich lasse mir von diesen Eltern mein Leben nicht kaputt machen. Und als ich das erste Buch schrieb, da ging ich schon auf die 50 zu. Und das letzte Buch, was ich schrieb, das Bruder Norman, der war 11 Jahre älter als ich, der war natürlich viel dichter am Vater dran. Der kam aus dieser Falle nicht raus und sagte, mein Vater war ein Nazi-Verbrecher, aber ich liebe ihn. Hm. Und das ist natürlich dieses ganz starke Tabu, das Gott sei Dank herrscht, rings um die Welt, dass man seine Eltern nicht so hinrichten soll wie ich. Du eigentlich sollst Vater und Mutter ehren. Ehren, ja. Mhm. Ja, das war es. Mit dem habe ich mich natürlich ein Leben lang gefetzt. Aber er war immerhin so weit, meine anderen Geschwister waren es nicht. Die haben unseren Vater immer verteidigt als unschuldiges Opfer von Himmler, Hitler und der Siegerjustiz, der sogenannten. Mhm. Der hat sich mit mir schon auseinandergesetzt. Das war schon ganz gut. Sie haben mal gesagt, ich habe verzweifelt versucht, etwas Positives über meinen Vater zu finden. Haben Sie was Positives gefunden? Eigentlich nicht. Wie war der zu Ihnen? Zu mir. Also, meine Rettung war wohl, dass er nicht glaubte, dass ich sein Sohn bin, sondern der Sohn seines besten Freundes. Und das war mein allererster Bruch mit meinem Vater. Ich lief im Belvedere-Schloss in Warschau um einen großen Tisch rum, mit einem Lätzchen um, das sehe ich mich selber noch, und wollte unbedingt in die Arme meines Vaters. Und mein Vater sagte, lief immer so, dass er immer auf der anderen Seite war und sagte dann, was willst du denn? Du gehörst doch gar nicht zu uns, du bist doch ein Fremdi, was willst du denn? Und ein Fremdi, Fremdi war ihr Spitzname. Ja, nicht unbedingt, wenn die, meine Geschwister sauer waren auf mich, was ja oft der Fall war, dann haben sie mich Fremdi genannt. Mhm. Und ich wollte halt in seine Arme. Und wenn ein Kind zurückgewiesen wird von einem Elternteil, dann geht es auf Distanz. Und das war eigentlich schon mein Glück. Das hat mir meine letzte politische Tat meinem Vater gegenüber, da war er schon aus Krakau geflohen, im Schoberhof am Schliersee. Ich werde ja nie vergessen und freue mich noch heute halbtot darüber. Da lag seine Brille auf einer Kommode und mein Vater stand mir gegenüber, nichts ahnend. Wir hatten auch gar kein Krachfeuer. Und ich nahm diese Brille und nahm so beide Hände nach außen und brach beide Bügel ab. Ich sehe heute noch meinen Vater mit halb offenem Mund. Und dann hat er mir Watschen gegeben, die ich sicher verdient hatte. Mhm. Aber das war auch so von mir, würde ich schon sagen, dich kann ich nicht leiden. Weil ich natürlich schwer verwundet war, von der Seele her, ganz logisch, dass man mich so zurückgewiesen hat. Sie waren, all das muss man sich immer noch mal in Erinnerung führen, Sie waren sehr, sehr klein, sehr, sehr jung. Nein. Ich war 6 und 5 Jahre alt. Unterschätzen Sie die Kinder nicht. Das tue ich nicht. Die kriegen viel mehr mit. Ja, weil Sie das sagen, Kinder kriegen viel mehr mit. War Ihnen klar, als Ihr Vater dann verhaftet worden ist, Stichwort Nürnberger Prozesse, und dann standen die da alle und waren auch jeden Abend im Fernsehen zu sehen. Und Sie haben das mal Fernsehen beschrieben. Fernsehen gab es nicht. Auf Fotos zu sehen, meine ich jetzt. Und man hat also dann, im Radio, es war jeden Abend Bericht im Bayerischen Rundfunk. Berichte, und es waren auch Fotos zu sehen, auf denen man dann geguckt hat, die ganze Familie, genau, Wochenschau, ist irgendwo der Vater rechts irgendwo im Bild, ja oder nein? Also ist er ein wichtiger Nazi oder möglicherweise ein doch nicht so furchtbar wichtiger Nazi? So haben Sie das mal beschrieben. War ja, meine Mutter war immerhin stolz, dass er in der ersten Reihe saß. Leider war der Schwenk, der ging ja immer von Göring an, über Hess und Ribbentrop und ging nach rechts. Und meistens wurde von meinem Vater geschnitten, sodass die ganze Familie Frank immer so noch weiter schaute. Zack, war es aber zu Ende. War ein großes Problem für die Familie. Also doch nicht ganz so wichtig. Eine bizarre Szene. War Ihnen klar, in diesen jungen Jahren, der kommt da nicht mehr raus, der wird hingerichtet? Ja. Was hat er Ihnen denn erzählt in seinem letzten Gespräch? Also es war so, dass schon im Sommer 1946 der Rechtsanwalt Seidel, der Verteidiger meines Vaters, zu meiner Mutter kam und sagte, ihr Mann hat keine Chance.
Erstens, die Beweislage ist entsetzlich. Und zweitens ist abzusehen, dass alle die Menschen, die in wichtiger Position in den überfallenen Ländern tätig waren, die werden hingerichtet. Und das bekam ich mit. Damals war er dann schon 7 Jahre alt. Mhm. Und dann gab es eine Begegnung, da durfte die Familie noch mal hinfahren, den Vater besuchen, vor der Verkündung der Urteile. Und da saß ich auf dem Schoß meiner Mutter, so 5 Minuten, 7 Minuten. Und ich bin also dahin gefahren, wissend, das ist mein letztes Treffen mit meinem Vater. Und mein Vater hat aber gleich mich strahlend angelacht. Da saß hinter so einer Fensterscheibe neben ihm ein Armeesoldat mit dem weißen Helm und sagte dann zu mir: Mensch, Niki, so wurde ich zu Hause genannt, jetzt feiern wir bald wieder lustig Weihnachten am Schoberhof. Am Schliersee? Dann, also am Schliersee, ja, unser Haus, ein alter, umgebauter Bauernhof. Und dann erzähle ich auch wieder die Geschichte vom Hubert Toni, der im Wald umeinander scheißt. Und ich habe nur da gesessen auf dem Schoß meiner Mutter und habe mir wirklich gedacht, und war sehr enttäuscht und sehr so richtig verbittert nochmal. Ich habe mir wirklich gedacht, ob sie es glauben oder nicht, warum lügt er? Er weiß, dass er gehängt wird. Das war ganz klar. Und das war eine zweite sehr große Enttäuschung, diese Lüge. Mhm. Hätte er nicht machen sollen. Hätte er sagen können: Niki, wir sehen uns vermutlich nicht wieder. Ich habe ein verbrecherisches Leben geführt. Machst du bitte anders. Und als mein ältester Bruder Norman bei ihm saß, der war allein ohne Mutter, da hat er ihm als Ratschlag nur das gegeben: und bau dir hier was ein. Nicht über seine Schuld gesprochen oder irgendwas, sondern nur: sei feige dein Leben lang, red nicht zu viel. Mhm. Das war der Vater. Und den soll ich dann noch lieben und dem verzeihen? Na, nie. Zumal ich, das muss ich auch sagen, das ist es ja eben, die Verbrechen, die unsere Vorväter und Vormütter begangen haben oder vor denen sie weggeschaut haben, die sind ja nicht zu Ende. Ich war vor 3 Wochen eingeladen bei einer jüdischen Gemeinde in London. Da wird man dann interviewt vom Rabbi. Vorher wurde gegessen, ich saß an einem großen runden Tisch. Plötzlich fangen eine alte Jüdin und ein alter Jude mit mir an, Deutsch zu sprechen. Und dann frage ich, wieso können Sie denn so gut Deutsch sagen? Wir sind von den Kindertransporten nach England. Da sind 10.000 deutsche Kinder, jüdische Kinder, gerettet worden. Mhm. Da kriegt man so eine Wut, was wir da angerichtet haben. Die Eltern haben wir natürlich sofort ermordet danach. Diese letzten Treffen, dass ich mein Kind hergeben muss, in einen Zug setzen muss. Mhm. Und weiß genau, ich werde demnächst deportiert, aber das Kind ist gerettet. Und das werfe ich unserem deutschen Volk vor. Wir haben keine Empathie, wir haben nie uns hineinversetzt. Hier sind sicher jede Menge Leute, die verliebt sind oder die das Liebste zu Hause haben. Einfach mal sich vorzustellen, es wird dir entrissen auf der Rampe in Auschwitz. Du wirst reingepfercht, einfach mal selber vorstellen, reingepfercht in einen Viehwagen, wo du dich nicht mal hinsetzen kannst, du kriegst nichts Wasser und nichts. Diese Vorstellung, die ist bei uns nie aufgekommen, sondern es wurde immer zugedeckt mit der Zahl 6 Millionen Juden. Damit hat sie es. Und deswegen auch die Angriffe auf das Buch und alles, was ich danach geschrieben habe. Wir sollen mit den Verbrechen, die jenseits jeder Geschmacksgrenze sind, die unsere Ahnen begangen haben, wir sollen dann mit denen uns konfrontieren, nur in einer ganz sachlichen Weise, weil sachliche Weisen stören mich. Und übrigens, weil Sie vorher gesagt haben und so lobend, was wir Deutschen alles getan und gemacht haben, sicher, die Zeitgeschichte hat einen tollen Job geliefert. Mhm. Es gibt kein deutsches Verbrechen, das nicht sorgfältig recherchiert und aufgeschrieben worden ist. Und die Monumente, wissen Sie, was ich mir gewünscht hätte? Eine 180 Meter hohe, aus Kristall gefertigte Krokodilsträne. Die Täter bauen den Opfern ein Denkmal. Weil das ist eben nicht in unseren Herzen und in unserer Seele, vor allem nicht in unserem Hirn. Mhm. Wenn Sie... Letzte Frage zu dem Komplex, Herr Frank. Wenn Sie
Wenn Sie noch mal zurückschauen, auch auf die Polemik, die dieses Buch damals ausgelöst hat, wenn Sie, ich habe mich jetzt noch mal wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, wenn man das so liest, das Knacken deines Genicks ersparte mir ein verkorkstes Leben oder weinen sollte ich, einen Scheißdreck habe ich getan, weinen wäre Schmiere gewesen oder je mehr ich über dich erfahren habe, desto verhasster wurdest du mir. Wenn man das so liest, waren Sie selbst überrascht, wie hart Sie da waren? Nein, das war natürlich eine nachgeholte, sicher teilweise pubertäre Auseinandersetzung mit meinem Vater. Ich hatte ja jede Menge Kopien und Akten und private Briefe und Zeugenaussagen von all den Verwandten und Bekannten und Angestellten meines Vaters. Dem habe ich mich einfach geöffnet und habe das halt so runtergeschrieben. Sie können sich vorstellen, dass der Verlag alle Hände und Füße voll getan hat, um dieses Manuskript zu entschärfen. Aber ich habe gesagt, so oder gar nicht. Weil es ist ja so, das Buch ist weit nach den 68ern geschrieben. Die haben schon was Tolles getan. Aber sie konnten es selber merken, und das merkt man heute noch. Wir haben unsere Verbrechen nie wirklich anerkannt, wie ein Fußballergebnis, pflege ich dann immer zu sagen. 3-1 oder was. Einfach erstmal anerkennen. Und dann, was Sie vorher gesagt haben, reden. Die jetzt noch lebenden Großeltern ausfragen oder was weiß ich. Ich schreibe gerade als letztes Buch auf dieser Welt über Entnazifizierung. 1,8 Millionen Akten in den verschiedenen Landesarchiven. Glauben Sie, dass ich je in diesen Archivsälen zur Seite gedrängt worden bin von Söhnen, Töchtern, Enkeln, Enkelinnen, die alle endlich die Akten lesen wollen? Die kriege ich als Erster in die Hand. Und sie erfahren Geschichten zum Davonlaufen, dass ich immer wieder stoppen musste, um draußen eine zu rauchen. Weil man sonst das nicht ist jetzt aber das Positive, dass aus diesem Sumpf an Meineiden, an Lügereien der Sonderklasse, doch noch eine vergleichsweise gut funktionierende Demokratie geworden ist. Das ist ein Wunder. Aber deswegen traue ich keinem von Ihnen, weil es wie unter einer Mehltaudecke weiterbrodelt. Das ist es. Völlig das stinkt. Ich hoffe, dass Sie an dem Punkt Unrecht haben. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das so ist. Nichtsdestotrotz, herzlichen Dank für dieses sehr, sehr intensive Gespräch. Und ein Satz noch ganz zum Schluss. Ich habe eine Stelle gefunden, wo Sie sagen, ich hatte einmal kurz Mitleid mit ihm. Das war, als ich mal in diese Zelle reingegangen bin, dann für eine russische Dokumentation mir angesehen habe, wo er die letzten 1,5 Jahre da verbracht hat. Da hatte ich kurz Mitleid. Und das ging dann aber ganz schnell wieder weg, weil ich mir einfach nur überlegt habe, wie ein Nazi ein kleines jüdisches Kind so lange gegen eine Wand geschlagen hat, bis ihm der Kopf geplatzt ist. So kalt und gnadenlos ging es damals zur Sache. Und das darf man nicht vergessen. Und deswegen bin ich sehr froh über diese sehr interessante Runde heute, über die wir zuerst über dies und jenes und dann am Ende über sowas gesprochen haben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Frank, für den Besuch in der Sendung. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Peter Hane. Herzlichen Dank, gutes Gelingen für das neue Buch. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Mo Asuman, die wir am Montagabend zu sehr später Stunde hier im ZDF sehen. Sehr sehenswerte Dokumentation. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Sammy Deluxe, der für uns mal stellvertretend der Frage nachgegangen ist, was ist eigentlich männlich? Und wir haben erfahren, Windeln wechseln gehört durchaus dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei Ihnen zu Hause, jetzt die Kollegen von heute Nacht. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Dankeschön. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Ja, willkommen zu einer Sendung. Willkommen zu einer Sendung, in der wir über einen bis heute ungeheuerlichen Tabubruch reden wollen. Die Abrechnung eines Sohnes mit seinem eigenen Vater. Nicht abwägend, nicht versöhnlich, sondern so hart und so ehrlich, dass es schmerzt. Sein Vater, der Schlächter von Krakau, so wurde er genannt, verantwortlich für die Vernichtung und Vertreibung hunderttausender Polen. Ich bin gegen die Todesstrafe, hat er mal gesagt, aber meinem Vater habe ich den Tod am Galgen gegönnt. Bis heute trägt er ein Foto des gehängten Vaters bei sich und hört auf langen Autofahrten dessen Reden. Als er seine Abrechnung 1987 veröffentlicht, gerät sie zum Skandal. Auch deshalb, weil darin solche Sätze stehen wie: Das Knacken deines Genicks ersparte mir ein verkorkstes Leben. Der Tenor der Empörten damals: So etwas schreibt man nicht über seinen Vater. Und doch ist dieses Buch etwas vom Besten, was jemals über die Zerrissenheit der Täterkinder geschrieben worden ist. Herzlich willkommen, Niklas Frank. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Ja,
Eine bewegende Lebensgeschichte und auch seine. Es war der heilige Abend, als sein Vater plötzlich vor der Tür stand, zum Skelett abgemagert, kaum wiederzuerkennen. Ein gebrochener Mann nach Jahren des Krieges und der Gefangenschaft. Vielleicht ist auch das der Grund, warum er sich jetzt einen sehr provokanten Blick auf die politische Korrektheit unserer Tage leistet und auf die wirklichen Probleme. Und deshalb fragt er ganz provokant, was wir eigentlich meinen, wenn wir uns darüber aufregen, dass wir zum Beispiel Begriffe wie Zigeunerschnitzel in Frage stellen. Rettet also das Zigeunerschnitzel, ist der Titel einer Polemik, die dieser Tage für Wirbel sorgt. Herzlich willkommen, Peter Hane. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, die Suche nach Ihrer Vergangenheit begann 2002 mit einer Morddrohung. Diese Kugel ist für dich, heißt es im Lied einer Neonazi-Band, was dazu führte, dass sie sich für einen Dokumentarfilm jetzt auf eine lange Reise gemacht hat. Die Arie heißt er. Kein erhobener Zeigefinger, sondern deshalb faszinierend, weil sie zum Beispiel völlig gelassen zuhört, als ihr ein amerikanischer Radiomoderator erklärt, sie hätte ihre eigene schwarze Rasse durch die Entführung weißer Gene aufgewertet. Herzlich willkommen, Mo Asuman. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Wahnsinnsgeschichte. Ja, und noch einer. Und noch einer, der sich auf die Suche gemacht hat, weil er eine Antwort auf die Frage wollte, was ist eigentlich wirklich männlich? Das fragt ausgerechnet einer, der früher gerne mal vor Privatjets posierte und Ketten für 30.000 Euro am Hals trug. Das ging so lang gut, bis dann die Steuer kam. Und dem irgendwann die schöne Zeile gelang, mein Lieblingstext von dir, Sammy, ich war schon arm, ich war schon reich, ich dachte, etwas ändert sich. Doch alles bleibt gleich. Herzlich willkommen also einem harten Rapper, der dazu steht, dass er gerne Hello Kitty Socken trägt. Sammy Deluxe, herzlich willkommen. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich habe das irgendwo gelesen. Stimmt die Geschichte? Stimmt die Geschichte, dass Sammy Deluxe gerne Hello Kitty Socken trägt? Nicht so pauschal, 365 Tage im Jahr, aber jetzt gerade, während ich meine Promotour hatte für das Album, was ja männlich heißt, und dann habe ich irgendwie in meinem Schrank auf einmal ein paar rosa Hello Kitty Socken gefunden und dachte, es wäre doch extrem witzig, jetzt den Promotag damit anzugehen. Nicht bedenkend, dass man natürlich dann auf sowas festgenagelt wird und das dann in der Intro-Rede dann immer schon so, das ist der Typ, der die rosa Hello Kitty Socken trägt. Ich finde es herrlich. Vor allen Dingen stelle ich mir gerade vor, diese rosaroten Hello Kitty Socken passen zum Hemd von Peter Hane. Das wäre doch was gewesen. Oder nicht? So gut zusammen. Ja. Finde das männlich. Finde, man darf mal rosa-rote Hello Kitty-Socken tragen. Apropos männlich und die Frage, was ist eigentlich politisch korrekt? Ich habe irgendwo dieser Tage, Peter Hane, den schönen Begriff Moralterrorismus gelesen. Mhm. Also, dass wir alle mittlerweile von Moralterroristen sozusagen umzingelt sind. Würden Sie dem zustimmen und wie würden Sie das beschreiben? Na ja, also der Bundespräsident Joachim Gauck, der ja für deutliche Worte bekannt ist, jetzt auch wieder in der Türkei, kann ich sagen, was für ein toller Bundespräsident. Der ein Land nicht beleidigt, aber einen Mann in den Senkel stellt, der Erdogan spricht ja von Tugendterror und sagt, wir dürfen uns doch nicht permanent einreden lassen, politische Korrektheit, und das bedeutet das ja nachher. Mhm. Wir tun ja so, wenn wir bestimmte Begriffe nicht sagen, als gäbe es dann die Realität nicht, weil wir nicht davon sprechen. Ich sage genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir nicht offen über alles reden, auch über unser Thema heute, über einen Nazi-Vater, da muss man doch offen drüber reden, dann wirkt das entkrampfend und wirkt eher auch für junge Leute. Mhm. Dass man sagt, Mensch, man muss nicht dauernd immer Angst haben. Aber dann lass uns doch mal jetzt direkt reingehen, weil wir hier auch heute eine sehr bunte Runde sitzen haben, so nenne ich das jetzt einfach mal, aller Staatenherkunft und aller Hautfarben und alles Mögliche. Das Buch trägt den Titel Rettet das Zigeunerschnitzel. Mhm. Ja, also geht darum, wir dürfen auch in Zukunft ganz entspannt irgendwo im Restaurant ein Zigeunerschnitzel besorgen. Ich frage erst mal hier, Mo, darf man? Darf auf einer Karte stehen heute Zigeunerschnitzel im Angebot? Also ich habe das als Kind immer gegessen. Ich habe das immer sehr lecker gefunden. Ja. Und ich würde sagen, ja. Also auch einen Negerkuss gegessen auf dem Weg zur Schule? Ja, habe ich auch. Ich hatte sogar mal eine Anfrage von so einer Firma, die haben mich gefragt, ich fuhr so einen schönen VW-Käfer, ob ich mit so einem Negerkuss auf dem VW-Käfer Werbung fahren wollte. Was haben Sie gesagt? Ich habe Nein gesagt. Warum?
Weil das damals war ich einfach noch nicht so weit. Ich habe also heute viel mehr Humor um diese ganze Sache herum. Aber das, es ist schon brenzlig. Es kommt immer drauf an, ja, also zu wem man solche Sachen auch sagt. Man muss aufpassen, dass man da niemanden auch beleidigt. Und das ist, glaube ich, von Fall zu Fall verschieden. Genau. Sammy, Frage an dich. Wenn er sagt in seinem Buch, warum muss man eigentlich um so ein liebgewonnenes Wort, weil es ja was Süßes und was Leckeres und was Tolles ist, ja, oder einen Mohrenkopf zum Beispiel, warum muss man drum herum reden? Darf man das noch sagen, 2014? Ich bin mir nicht sicher. Was sagt denn Sammy Deluxe? Ich finde auch, das ist auf jeden Fall, also wenn, für mich persönlich war Zigeunerschnitzel auch nie was, weißt du, was Anzügliches. Ja, genau, also war nichts Böses, weil ich aber auch nicht mit vielen Leuten aufgewachsen bin, die sich, weißt du, klischee-mäßig der Orden, also Sinti oder Roma, die dann Zigeuner wären. Bei mir ist der Negerkuss wieder was ganz anderes. Das war einfach ein Wort, was ich in meiner Kindheit und Jugend so oft gehört habe. Also nicht das Wort Negerkuss, sondern in erster Linie Neger. Und dass ich schon das Gefühl habe, so, es ist gut, dass diese Dinger jetzt Schokoküsse heißen, weil einfach ein Wort, was irgendwie ein beleidigendes Wort für Menschen ist, einfach dadurch ein bisschen aus dem Alltagssprachgebrauch verdrängt wurde. So. Das ist nicht wirklich der Kern des Buches. Ne? Aber es ist interessant, wir sind ja in Hamburg. Ja? Die Hamburger klatschen, obwohl man die ja auch essen kann. Die Hamburger jetzt. Ja, aber oder Hamburg ist auch ein Stadtname und keiner beleidigt. Also. Ja, aber es ist ja so, wenn, ich glaube, wenn etwas Negatives damit beschrieben wird, wenn man jetzt sagt, was ganz Ekliges, also was die im Dschungelcamp essen, das würde man jetzt Zigeunerschnitzel oder Negerkuss oder sowas zeigen. Aber es ist eigentlich alles positiv. Und da glaube ich, ich finde das toll, dass Sie das sagen, da muss man doch mit Humor dran gehen. Also alles, was jetzt verwiesen ist. Das sagt sie ja eigentlich nicht, ne? Das sagt sie ja eigentlich nicht. Sie hat gesagt, ich sehe es mit Humor. Ich selber sage immer zu mir Brownie, ich darf das aber. Ja. Und andere das, vielleicht nicht. Nein, das finde ich auch. Aber gucken wir, wenn jetzt also kommt, es geht ja nachher so weit, darüber habe ich auch geschrieben, dass Kinderbücher jetzt verändert werden. Das also Astrid Lindgren und wer nicht alles, da wird hier, werden jetzt bestimmte Begriffe werden jetzt rausgestrichen. Und dann geht das so weit, und da sage ich mir, irgendwann spinnen die Leute doch, dass da, wo das Wort Neger aber wichtig ist, weil es in dem historischen Zusammenhang ein Schimpfwort war, da wird das jetzt auch rausgestrichen. Also ich muss doch die Kirche Beispiel, im Dorf Beispiel jetzt? Ja, in einem Kinderbuch, wo Tom Sawyer zum Beispiel, wo das Wort Neger ganz bewusst in dem Zusammenhang ein Schimpfwort sein soll. Da kann ich es doch nicht streichen. Das ist sowas wie Bibel in gerechter Sprache, wo sie alles feminisieren, dann erfinden sie Zöllnerinnen, die es aber nie gegeben hat. Geht ja, das haben wir jetzt auch aus dieser kleinen Debatte entnommen, vor allen Dingen um die geistige Haltung, so würde ich das mal sagen, die dahinter steht. Deshalb die Frage an Sie, Herr Frank, würden Sie sagen, wäre den Anfängen, und da muss man vorsichtig sein, und es ist eigentlich ganz richtig, dass wir in diese Richtung alle marschieren und sagen, lass uns da noch mal einen Moment drüber nachdenken, bevor wir einfach mal so ein Wort raushauen. Na, ich halte es für einen Schmarrn, da was zu ändern. Ich mochte zwar Zigeunerschnitzel nie, nicht aus Political Correctness, sondern war meistens zäh. Und für Süßigkeiten war ich auch nicht. Mit dem Negerkuss, als ich mal als Jugendlicher in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen bin, mit zwei anderen, da sind die gleich zu den Süßigkeiten, ich bin aber zu den Gewürzgurken und den Salzletten. Ja. Das war eher mein Favorit. Ich verstehe. Das heißt, um es jetzt mal auf dieser entspannten Ebene zu halten, für Sie persönlich kein Problem, aber trotzdem noch mal die Frage, auch wenn man sich mit Ihrem Buch und Ihrer Vergangenheit auch beschäftigt, wo es doch genau im Kern um diese Dinge auch geht, nämlich um die Frage, kann man Menschen ernsthaft so verfolgen, nur weil sie ein bisschen anders aussehen, weil sie etwas anders sind, weil sie etwas anderes glauben als andere Menschen? Und die klare Antwort lautet, natürlich kann man das nicht. Das ist aber auch was ganz anderes. Ob ich so alte Essensbegriffe noch dagegen angehe, ist einfach für mich wirklich ein Schmarrn. Genauso mit dem Lied Zehn kleine Negerlein, wie gern habe ich das gesungen. Aber es war nie, auch heute noch würde ich es so singen. Weil es einfach ein Schmarrn daran ranzugehen, weil es behindert überhaupt nicht mein Verhältnis zu dunkelhäutigen Menschen. Das hat nichts damit zu tun. Sammy? Also glaube ich ihm jetzt mal pauschal, glaube ich dir. Aber ich glaube trotzdem, dass also ich hatte mit dem Wort dann wieder zu tun, als mein Sohn in die Schule kam. Der ist jetzt 13 und lebt jetzt seit 3-4 Jahren in Amerika, aber ist bis zur dritten Klasse war in Deutschland. Und er hat das Wort dann irgendwann erst sehr spät irgendwie, also in der dritten Klasse hat er es das erste Mal gehört. So.
Und ich finde, wenn man es dann durch diese Augen sieht, dass einfach ein Kind irgendwie, also ich würde gerne dieses Wort auf jeden Fall wegkriegen. Also ich finde es nicht cool, heutzutage 10 kleine Negerlein zu singen, wobei ich natürlich auch verstehe, dass es da Generationsunterschiede gibt und natürlich das auch stimmt. Also ich fühle mich auch nicht wie ein Rassist, wenn ich sage, ich würde gerne einen Zigeunerschnitzel essen. Aber will man das, dass da so eine Sprachpolizei oder Gedankenpolizei jetzt herkommt, die Speisekarten durchguckt? Mein Anlass war ja erst vor wenigen Wochen, das war, ist ja ganz aktuell, wo eine Gruppe von Sinti und Roma... Tatsächlich so eine Phase, nicht am Anfang meiner Karriere, sondern eher so nach den ersten paar Jahren Erfolg, wo mir so ein bisschen inhaltsmäßig anscheinend die Themen fehlten und ich viel in Amerika war und diesen ganzen Lifestyle von den Rappern da super toll fand und da irgendwie so mitpartizipieren wollte und irgendwann einfach dann in der Realität hier gemerkt habe, dass vieles von dem einfach doch nicht so reinpasst. Also ich glaube, ich sehe immer optisch noch anders aus als viele hier auf der Straße so, aber trotzdem dieses sich mit so materiellen Dingen schmücken, wenn man irgendwie das emotional nicht mit sich selber verbinden kann. Also ich habe mich immer komisch gefühlt mit diesen Sachen. So. Du hast dich komisch gefühlt oder fandst du das in Wahrheit so lange cool, bis der Finanzbeamte kam? Nee, das war wirklich, also das war auch noch mal so ein Punkt. So, der Finanzbeamte? Ja, so einfach zu wissen, so, dass man jetzt irgendwie Steuern nachzahlen muss. Also ich war jetzt nie, so wie du das am Anfang da dargestellt hast, war es ja so, bis er dann pleite war und vollkommen zerstört war. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, das war eher dann so wirklich ein Jahr, wo dann Steuern... Weißt du, und ich hatte einfach kein Geld, aber irgendwie Schmuck für 100.000 Euro. So. Ja. War, und der natürlich dann, als ich ihn verkauft habe, viel weniger wert war. Ne? Dann waren es nicht nur 100.000 Euro, sondern was ich 10 oder so. Ich dafür das meinte ich, es gibt so einen schönen Satz von dir, den hast du, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, so sinngemäß, da stand ich plötzlich mit so einer Kette für 30.000 Euro und hatte einen Haufen Schulden beim Finanzamt und merkte, irgendwas ist jetzt hier komisch. Und eben auch noch so viele Freunde, die nicht mal ihre 500 Euro Miete zahlen können, weißt du so? Und dem man natürlich, ich war immer schon so, dass ich vielen Leuten versucht, Jobs zu geben und immer eher Freunde und Umfeld einbinde in meine Karriere. Aber man kann natürlich nicht alle reich machen, so, ne? Also man kann nur Leute bezahlen, wenn sie auch irgendwas tun, so. Und das war einfach wirklich irgendwie so ein Unverhältnis, wo ich gemerkt habe, es passt nicht in meine Philosophie wirklich rein. Das glitzert total schön, aber hier drin fühlt sich nicht geil an. Ich habe auch irgendwo das so nachgelesen, dass du irgendwann gemerkt hast, es ist eigentlich nicht cool, mit 30 immer noch cool zu tun, keinen Job zu haben und nicht so richtig zu wissen, wovon man die Miete bezahlt. Ja, ich bin eben mit 23 Vater geworden, deshalb hat sich dann, also war für mich gleich so dieser Schalter umgelegt. So ab jetzt ist eben nicht nur für mich und wir haben damals so. Vorher war ich eben so Kellerwohnung mit ein paar Freunden. Das war auch gleichzeitig ein Studio und gefühlt das Haus der Jugend von Eimsbüttel, so, wo einfach die ganze Zeit nur kommen und gehen und dann auch so auf einmal ein ganz anderes Ding. Ja, also deshalb, für mich war dieses männlich Ding einfach eher so diese Fragestellung. Ich wollte keine Antwort geben irgendjemand oder meine Definition von Männlichkeit. Ich habe eigentlich, wenn das Thema auf dem Album an den Stellen, wo es vorkommt, Männlichkeit, das ist eigentlich immer nur hinterfragen, weil ich habe so das Gefühl, ich bin aufgewachsen in einer Generation, die super wenige gute männliche Vorbilder hat. Das ist eigentlich so die Essenz, so dass man einfach aufwächst. Und irgendwie von Männern, die ich kennengelernt habe, auch teilweise imposante Personen, so irgendwie fand immer, wenn die mir ihre Ideologie übers Leben, wie sie so das definieren, so, also so Typen, die dann immer so große Klappe haben und viele Reden halten und dann trotzdem, weißt du, sobald sie aus der Tür sind, ihre Frau betrügen. Und ich bin einfach so mit vielen Leuten aufgewachsen, die schlechte Beispiele waren und fand immer... Frauen haben einfach also wenn die für sich definieren, was richtig ist, dann hat das für mich auch immer Sinn gemacht. Wenn ein Mann für sich definiert hat, was richtig ist, dann war es immer noch so, okay, es ist richtig für ihn, aber irgendwie ist es nicht richtig. Und deshalb weiß ich selber überhaupt nicht, was richtig ist. Und das war eher so der Anlass, darüber zu schreiben. Ja. Und dann irgendwie hoffentlich eben, wie auch, aber ich denke auch, also dass Diskussion das Wichtigste ist. Du hast das gerade kurz angerissen, du sagst, bin mit 23 Vater geworden. Darauf warst du ja wahrscheinlich so nicht wirklich vorbereitet. Ja, 9 Monate hatte ich Zeit. Du hattest... Und dann kommt das in so jungen Jahren ohnehin schwierig genug. Und dann hast du auf der anderen Seite aber auch etwas zu verlieren, nämlich dieses Bild, dieses Image, dieses coolen, lässigen Rappers, der sowieso auf Konventionen pfeift. Das stelle ich mir schwierig vor, diesen Spagat hinzukriegen. Also nachts die Windeln zu wechseln und morgens wieder der coole Rapper zu sein. Nee, an sich, also rein in der Theorie ist es für mich kein Spagat. Es ist nur ein Spagat, wenn man dann nicht den richtigen Lebenspartner hat und einfach, weißt du, von einem was anderes erwartet wird die ganze Zeit. Und ich hatte irgendwie einfach irgendwann das Gefühl, alles, was ich mache, ist falsch irgendwie. Und das ist einfach, einfach nicht,
Ja. Was denkt denn einer wie du, Sammy, weil du gerade sagtest, die Jugend Eimsbüttel, was denkt denn einer wie du über das, was Generation heute, also 16-jährige, 17-jährige Generation Schulhof, was die an Männlichkeit mitkriegen, was die an Männlichkeit leben? Ist das anders als zu deiner Zeit? Es ist natürlich, der Zugang zu allem ist heute viel leichter. Ne? Die sind eben alle auf ihren Smartphones, direkt im Internet, sobald irgendwie der Lehrer nicht hinguckt. Und deshalb, also wir hatten ja nicht zu meiner Zeit, ich war vor 20 Jahren oder so in der Schule, da gab es eben das nicht. Deshalb, ich glaube, die Gesellschaft bleibt eigentlich immer so ähnlich und alles Negative und Positive ist, glaube ich, immer in jeder Generation ähnlich gewesen. Man denkt, also ich habe immer das Gefühl gehabt, so früher, heute ist es so schwer und dann mal irgendwie von meiner Oma mir Kriegsstories angehört und gedacht, so, okay, ist überhaupt nicht schwer. Aber jede Generation hat eben andere Probleme, ne, für sich. Und aber ich glaube, für die Kids jetzt auf dem Schulhof so, also gerade deshalb war es für mich auch so interessant, das Album männlich zu nennen und darüber zu reden aus meiner Perspektive, weil natürlich gerade in dem Genre, wo ich bin, das extrem klischeebehaftet ist und eigentlich Männlichkeit wirklich irgendwie eigentlich ein Synonym für Sexismus, Materialismus und Macho-Gehabe ist. Und meine Definition da also komplett eine andere war eigentlich. Und auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun hat und eben Vater sein und für sein Umfeld, was auch immer. Man hat eine Familie, sein Job, für mich meine Band und Leute, mit denen ich arbeite, dass einfach so eine Verantwortung da ist. Man so schon dann sich als Herdentier, also so Rudelanführer sehen. Das Gefühl, das verändert sich gerade wieder. Also ich habe so das Gefühl, die leben wieder mehr diesen Machismo und sind. Also ich weiß nicht, ob du das so verfolgst, was so ansonsten so ein deutscher Rap draußen ist, was die Kids auf dem Schulhof so sich anhören. Das ist wirklich extrem hart. Also so, ich war damals war ich hart, weil ich einfach nur gesagt habe. Ich finde mich selber cool. So. Das war schon damals so, er ist voll heftig und revolutionär. Und jetzt, worüber die reden, ist wirklich, also ist echt extrem Rassismus, Sexismus, Gewaltverherrlichung. Beispiel? Ich nenne keine Namen, weil sonst wäre ich morgen abgeknallt wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall krass. Ich habe so ein Zitat auf einem Song, auf dem Album. Der Song heißt Mann muss tun. Mit diesem typischen Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss Satz. Aber dann mit der Fragestellung oder dahinter der Satz ist dann aber auf weiß ein Mann nicht, was er tun muss. Das ist der Refrain. Und die zweite Strophe fängt an. Ob sich die Lage der Männer bessert, erziehen wir eine Generation von Männern, die Menschenrechtler werden oder Gangster-Rapper, die Thug-Life super finden. Das ist eben so eine Marke. Ja. Thug-Life war ein Tattoo, das Tupac hatte, was sowas heißt wie kriminelles Leben. Die Thug-Life super finden. Wo sind die Martin Luther Kings hin? Ja. Leider mehr El Bundys als Gandhis. Wer ist der bessere Mann? Es kommt drauf an, wie du einen Mann siehst. Und klar ist unsere Generation Anti. Wer kriegt den nächsten Integrationsbambi? Weil das eben auch so ein Thema hier war. Weil einfach Anti-Helden werden so gefeiert in der Gesellschaft. Aber auf einmal, wenn du persönlich zu diesem Anti-Held wirst und das machst, was der Anti-Held macht, dann bist du als Individuum auf einmal entweder kriminell oder ein Schwein oder ein schlechter Mensch. Aber in Filmen feiern wir es alle. Wenn du gerade Bushido ansprichst, wie stehst du zu Bushido? Zu dem, wofür Bushido steht? Ich habe mir eine Frage gestellt, wer kriegt den nächsten Integrationsbambi, weil es natürlich einfach sehr fragwürdig ist. Also es gibt da einfach viele Leute, die wirklich... Ich war schon in vielen Projekten, daher kenne ich auch Mo schon irgendwie aus von vor über 10 Jahren. Ne? Da haben wir uns bei den Brothers Keepers Projekt mal kennengelernt. Und es gibt einfach so viele Leute, die wirklich jeden Tag von morgens bis abends nichts anderes machen, als ihr Leben irgendwelchen sozialen Aufgaben zu widmen. Ne? Ja. Und dann ist es natürlich eine Frechheit, wenn jemand, der wirklich einfach ganz öffentlich nachvollziehbar auf jeden Tonträger was anderes darstellt, sowas kriegt. Also, und dann danach diese Debatte entsteht, der Preis zurückgenommen wird oder was weiß ich. Also ich fand, diese ganze Sache war einfach so mega bezeichnend für Deutschland. Weißt du, es wird nicht, ich kritisiere nicht Bushido dafür, dass er den Preis gekriegt hat oder dafür, dass er so eine Musik macht. Ich kritisiere diese Instanzen, die dafür verantwortlich sind, dass diese ganzen Messages immer noch größer gemacht werden. Weißt du, also jeder gibt ihm die Plattform. Weil man ihm die Plattform gibt, genau. Und ihm die Möglichkeit gibt, beispielsweise Menschen, ich gehörte übrigens auch dazu, Prügel anzudrohen und auch noch schlimmere Dinge. Und auch da wieder eine Vervielfältigung erfährt auf eine Art und Weise, wie es eigentlich der ganzen Sache nicht hilft. Etwas anderes hat Mo Asumang gemacht, finde ich. Etwas bemerkenswert Cooles, würde ich jetzt mal sagen, in dem Zusammenhang sogar. Du hast dich... Situationen gestellt, von denen die meisten sagen, da würde ich mich so nicht unbedingt reinbegeben.
Und zwar hast du, weil du irgendwann mal dich konfrontiert gesehen hast mit einer Neonazi-Band, die über dich sang, die nächste Kugel ist für dich, Mo Asumang, hast du jetzt einen Film gedreht, Die Aria. Und hast dich auf die Suche gemacht, um die Frage zu beantworten, was ist eigentlich ein Aria? Und warst du unter anderem bei Neonazis in Mecklenburg unterwegs. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da zu so einer Kundgebung geht? Soll ich erst beantworten, wer ein Aria ist? Also die Deutschen sind es auf jeden Fall nicht. Und groß und blond und blauäugig sind die Aria auch nicht. Ich habe die Aria besucht. Aria kommen aus dem Iran. Iran heißt auch das Land der Aria übersetzt. Ja? Aria kommen aus Indien, das ist die Region. Und das hat mit Deutschland überhaupt nichts zu tun. Das haben sich die Nazis damals aus der, aus der Sprachwissenschaft in die Rassenlehre reingepackt. Und haben sich dann einfach Aria genannt. Und so hieß es, ist aber ursprünglich ein Hirtenvolk in Zentralasien gewesen, genau, ne? wenn man das mal so runterbricht. Also so ganz glorreich ist das alles nicht. Wir schauen mal rein. Wir reden über eine NPD-Demo in Wismar, war das? In Wismar, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Und du bist dahin mit einer Kamera. Ja, und hast mal versucht, mit einer Kamerafrau auch noch. Ja, ja, weil mit Männern haben wir versucht, am Anfang zu drehen. Wir hatten quasi 2 Drehtage mit Männern. Und dann wurde die Kamera ins Gesicht geschlagen und Bier übergossen. Und dann mussten wir wirklich umswitchen und haben dann nur noch mit Frauen gedreht. Ja. So, und hast dann versucht, mal mit diesen jungen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und folgende Reaktion kam dabei heraus. So. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man auf so eine Wand trifft? Also natürlich habe ich das auch so erwartet, aber also tief drin verletzt es mich natürlich. Mhm. Es ist ganz klar, also das wäre jetzt Quatsch, wenn ich das negieren würde. Also die Verletzung ist aber die eine Seite und die andere Seite ist viel stärker. Ich möchte nämlich wirklich zeigen, wie sich das halt anfühlt. Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn man so einem Rassisten gegenübersteht? Und dafür brauche ich die Kamera und deshalb gehe ich mit der Kamera dahin, dem Zuschauer hier oben auf der Schulter, der alles live miterlebt. Und das ist meine große Motivation und das, dadurch kann ich das auch machen, sonst würde ich das überhaupt gar nicht schaffen. Mhm. Gibt es Momente, in denen man da Angst hat, wenn dir da einer sagt, geh zurück nach Afrika, ne? War der Satz, glaube ich, der da gerade gefallen ist. Ja, der hat wahrscheinlich Negerküsse gegessen. Also, ich glaube, der hatte die... Der hatte die falschen Eltern. Das glaube ich. Der hatte das, und das ist ja auch eine Frage, die Sie ja auch aufwerfen zu Recht. Wieso sind diese jungen Leute das überhaupt geworden? Und warum steht in der Entwicklung dem keiner entgegen? Und da kann ich nur sagen, der erhobene Zeigefinger, auch vielfach von den Kirchen und Lichterketten und wer weiß was, hilft überhaupt nichts. Man muss diese jungen Leute gewinnen. Für den Sportverein, für gute Gedanken, für etwas, man muss sie doch wegholen. Ist es so einfach? Ich würde gerne mal Niklas Frank fragen an der Stelle. Ganz schwer. Was ist denn da schiefgelaufen aus Ihrer Sicht, wenn Sie sowas sehen? Also das ist schiefgelaufen tatsächlich durch die Eltern und Großeltern dieser Leute. Cool. Das fing einfach an mit dem 8. Mai 1945, der totalen Kapitulation Deutschlands. Es kann mir keiner sagen, dass ab dem 9. Mai zu Hause beim Schweinsbraten, so wie sie ihn damals schon hatten, die ganzen Leute wie plötzlich Demokraten waren. Und da man nie, die sofort angefangen haben zu schweigen, ist ein Sumpf entstanden, aus dem diese Blüten herauskommen, wie Sie sie da gezeigt haben im Film. Das ist ungeheuerlich und ich würde nur sagen, wenn diese rechten Typen einen Mann hätten als Führer, wie meinetwegen den FPÖ-Chef Jörg Haider, jung, braun gebrannt, berät, hätten wir ein Problem von um die 20% Zustimmung bei Wahlen. Hundertprozentig. Das ist alles weitergegangen. Dieses Nichtreden ist wirklich weitergegangen und treibt eben diese... Es gibt Ernst, jetzt sind wir jetzt schon leider da, nicht nur zu den Dunkelhäutigen, sondern auch Antisemitismus. Es gibt seriöse Studien, die heute schon sagen, dass bis zu 20% der deutschen Bevölkerung stark antisemitische Ansichten haben. Jetzt könnte man hier ins Publikum sagen, ob sich bitte die 20% der Antisemiten erheben. Und da würde ich mal der Hand dafür ins Feuer... Das wird kein Mensch tun. Ja, da ich wird glaube, wieder geschwiegen. Ja.
Und es wird aber gebrodelt unter, was Sie vorher gesagt haben, mit dem Dampfkessel. Es geht leider weiter, weil man es nicht ausredet. Und Sie hat es ja bewiesen, die reden natürlich alle mit ihr, weil sie alle ganz genau wissen, sie haben kein einziges Argument. Das ist nicht. Aber dieses Blut in denen, wobei ich das jetzt nicht als Forscher meine, sondern diese Blutwut, die sie haben, die gegen alles geht, macht sie gleichzeitig sprachlos und immer gefährlicher. Weil es eben nicht ausgeht und keiner, und dafür hat aber die Bundesrepublik dafür gesorgt, dass die Streetworkers zurückgefahren werden, dass diese ganzen Gelder wegkommen, sonst wohin. Genau. Da aber ist bei den Leuten, würde ich sagen, Herr Hane, ist es schon viel zu spät. Es geht, müsste viel früher losgehen. Hopfen und Malz verloren, glauben Sie? Was haben die denn gefordert? Ich hörte von einem 5-Punkte-Plan zur Ausländerrückführung. Was soll das sein? Ja, das habe ich irgendwann mal auf so einer NPD-Seite gefunden bei der Recherche. Da stand 5-Punkte-Plan zur Ausländerrückführung. Und ich habe mich natürlich gefragt, was ist das und wie geht das? Obendrauf stand noch bitte ausdrucken und verteilen. Ich fand das so schräg. Und dann habe ich dann auch einen gefragt bei so einer NPD-Kundgebung. Das war in Potsdam. Und der hat mir dann erklärt, dass ich meine Sachen, die würde ich zwar behalten, aber die anderen Güter, die ich habe, da wird mir das Geld ausgezahlt und dann würde ich quasi in den Flieger gesetzt und müsste dann auswandern in einen Vielvölkerstaat, zum Beispiel wie Amerika. Er würde mir sogar dabei helfen, er wäre ja Gentleman. Das ist aber groß. Was sagen denn diese Leute, wenn man denen klar macht, pass mal auf, ich bin hier geboren, ich bin in Deutschland geboren, ich habe einen deutschen Pass, ich bin genauso sozialisiert wie du auch. Ja, das reicht denen eben nicht. Also die denken wirklich noch im Sinne des Arier-Nachweises. Ja? Das war ja damals genau das Ding. Es gab diesen Arier-Nachweis oder Ahnenpass auch genannt, wo man eben nachweisen musste, wie viel Generationen zurück man eben in Anführungszeichen deutschen Blutes ist. Und dann habe ich mal geguckt, Arier-Nachweis, die Definition der arischen Abstammung ist deutschblütig. Und wer nicht arisch ist, damals im Sinne der Nazis, Juden, da steht Zigeuner, da ist das Wort wieder, Menschen der afrikanischen und asiatischen Rassen. Auf dieses Blatt beziehen die sich immer noch, auf diesen Ausweis. Und das kriegt man aus den Köpfen so schnell nicht raus. Aber ich muss auch wirklich noch eine Sache sagen, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man bei den Rassisten tatsächlich unterteilt. Wenn man alle in einen Topf packt, dann kommt man an das Thema einfach nicht ran. Man muss wirklich sagen, auf der einen Seite, ich nenne sie die Hassverkäufer, das sind die, die mit ihren Reden immer ständig die anderen indoktrinieren. Ja? Da kommt jeden Tag eine neue Verleumdung über Menschen mit Migrationshintergrund, über Muslime, über Juden. Und wenn man das dann die ganze Zeit hört als Mitläufer, dann bleibt man vielleicht dabei. Das ist zumindest das Ziel. Und auf der anderen Seite sind aber die Mitläufer. Also man darf die nicht zusammenpacken. Ich finde schlimm diese Hassverkäufer, weil die das natürlich ganz strategisch machen. Und der Mann, mit dem ich da gesprochen habe, der war zum Beispiel bei der NPD, war der für Kultur und für Bildung zuständig oder für Bildung. Und aber jetzt mal umgekehrt, wenn du zum Beispiel erlebst, Sammy, dass ein Kollege, sehr erfolgreicher und auch sehr geschätzter Kollege wie Jan Delay, der gerade sehr erfolgreich auch in den Charts unterwegs ist, wenn der dann plötzlich sagt, Heino, schwierig, ist eh ein Nazi. Was geht dir da durch den Kopf? Ich war ja ich bin die ganze Zeit auf Tour, ich habe das nur so am Rand mitbekommen und ich meine, ich weiß, wie das ist. Das ist letztendlich nicht irgendein Statement, was er so rausgehauen hat, was ihm wichtig war zu erzählen, sondern er wurde gefragt wahrscheinlich, wie findest du es, dass jemand wie Heino deine Songs covert? Und da ist dann die Wortwahl Nazi in Deutschland wahrscheinlich dann nicht die günstigste, um sich einem Konflikt zu entziehen. So, da muss man dann damit rechnen, dass irgendwas zurückkommt. Aber ich kann schon seinen Punkt verstehen. Weißt du, Heino ist jetzt auch für mich irgendwas. Also ich habe den einmal am Flughafen gesehen, das war für mich so unreal. Ich habe schon so viele Celebrities getroffen und der war irgendwie war das irgendwas anderes. Ja, das stimmt. Das ist doch Heino und Hannelore, also gar nicht auf negativ, sondern aber es war so echt Heino. So nach dem Motto, es gibt sie wirklich. Es gibt ihn echt, weißt du? Also das hat mich alleine schon krass geflasht. Aber das Gefühl, kann man bei... Ich hatte dieses Erlebnis mal mit Prinz Charles, weil ich sehr geprägt bin von der ganzen Regenbogenpresse und so weiter und wusste, ich war in einem kleinen Hotel und der fuhr unten an dem Tag unten in einem offenen Auto vorbei und ich bin ans Fenster, um zu sehen, ob es diese Ohren tatsächlich gibt. Und es gibt sie, kann ich bestätigen. Aber also da muss ich jetzt noch mal sagen, das finde ich so bekloppt,
und so ungeheuerlich. Was? Weil zu Heino zu sagen, das ist ein Nazi. Das er hat ja nicht zu Heino Natürlich hat er es gesagt. Und es wird ja sogar noch, wenn Sie das alles mal nachforschen, meine These ist, es verniedlicht Ihre Arbeit. Sie beschäftigt sich mit den richtigen Nazis und warnt davor. Wenn ich jetzt Heino einen Nazi nenne, ist das eine Verhöhnung der Opfer, der wahren Nazis? Und ist es eine Ungeheuerlichkeit? Ich kann doch nicht sagen, weil einer das R rollt. Dann wäre der gesamte Westerwald und das Siegerland. So das ist es auch darum ging es nicht. Nein, es gibt eine ganze Liste bei Heino. Es ging nicht nur von diesem Menschen, mehr, ne? den ich nicht kenne, der wahrscheinlich da schon noch mal ein bisschen mehr ne? Deutschland wollte. Aber nein, es ging um das Deutschlandlied, das da manchmal ging so um Schwarzbräun so ist die Haselnuss. Genau. Das ist nämlich, da war Hitler noch 100 Jahre entfernt. Da sangen das die Leute schon, wer das R rollt. Und ich rege mich nur deshalb auf. Darum, dass er in Sun City das haben viele gesungen hat. Das Deutschlandlied alle drei Strophen und so weiter. Also ich will nur sagen, so einfach ist es nicht. Mit Nazi nichts zu tun. Er hat die drei Strophen gesungen. Es geht um eine Gesinnung. Er hat die drei Strophen gesungen, weil damals einige Bundesländer, unter anderem auch Hessen, keineswegs CDU geführt, gesagt hat, wir wollen alle drei Strophen auf einer Platte haben. Ich kann die doch nicht alle als Nazis bezeichnen. Bei Heino hat mich nur aufgeregt. Wenn da wird jetzt eine Diskussion, läuft jetzt nach dem Motto, ist der denn jetzt Nazi, weil er Schwarzbraun ist, die Haselnuss setzt. Und Sie setzen sich dafür ein, die wirklichen Nazis zu identifizieren und zu sagen, was steckt dahinter. Und deswegen sage ich mir, weg von diesen Vergleichen. Alles, was Vergleich mit Nazis zu tun hat, nicht wer es ist, Vergleich. Genauso wie dieser ganze Quatsch, bei Hitler war doch nicht alles so schlecht. Und wir müssen auch mal darüber reden. Ich sage immer, das ist für mich ein Tabu. Also wenn über Tabu, ich bin für Enttabuisierung. Aber ich sage, alles, was damit zu tun hat, mit diesen Vergleichen, Kinder, lasst es doch. Es geht immer schief. Ich kann Ihnen einerseits recht geben, weil es immer tatsächlich schief geht, wenn man über das Thema redet. Andererseits ist es dann aber komisch, dass Sie Ihr Tabuthema haben, aber 20 Mal eben das Wort Negerkuss so freizügig erwähnen, obwohl Sie wissen, dass es aber für andere Leute auch nicht ist. Also jetzt muss ich mal noch mal sagen. Nein, weil ganz kurz. Weil Negerkuss hat mit Nazis überhaupt nichts zu tun. Was Sie sagen zu der scheinheiligen politischen Korrektness. Und das, was Sie ehrlich gesagt verkörpern, ist für mich scheinheilige politische Unkorrektness. So tun, als wenn alles okay wäre. Aber wenn man andere Leute beleidigt. Nein. Wir dürfen die Ebene nicht verschieben. Also, was Herr Frank schreibt über seinen Vater, das ist sowas, was unter die Haut geht. Das war der Nationalsozialismus pur. Was Sie jetzt erlebt, ist für mich ganz erschreckend, dass in Deutschland es noch hoffnungslose Jugend gibt, die in diesem, bekloppt meist im Hirn, dass die darüber sich identifizieren. Und deswegen finde ich alles, was mit Negerkuss und Heino zu tun hat, eine Verniedlichung dieses ernsten Themas. Finde ich nicht, weil letztendlich, wenn Jan das so sieht, dass jemand mit einer komplett für ihn politisch anderen Gesinnung seinen Song covert, das ist ja, für uns ist ja jeder Song wie für dich deine Kolumnen oder deine Bücher, das ist was, ein Teil deiner Seele. So. Richtig, aber das und hat dann mit Nazi singt auf einmal jemand anders ihn und ich meine, diese ganzen Jungs da, die wir gerade gesehen haben, obwohl die Nazis sind, die haben auch nichts mit Nazi zu tun, weil sie ja gar keine Ideologie dahinter haben. Das würde ich bestreiten. Das sind einfach nur junge Menschen, die verzweifelt sind und irgendwie Gruppenzugehörigkeit brauchen. Das kann sie ja erzählen. Das ist wiederum sehr vernünftig. Herr Frank, bitte. Nein, aber ich meine, das Motiv ist ja nicht, dass sie als Nazis, ich glaube nicht, dass es nur an den Eltern und den Großeltern lag. Ich glaube, dass es daran liegt, dass gerade in den neuen Bundesländern einfach nach der Öffnung, also nach dem Fall der Mauer, einfach sich die Leute so zuordnen mussten. Also mein Manager zum Beispiel, mit dem ich mein Studio habe, der ist da aufgewachsen, auch irgendwo bei, was war das, Wismar oder sowas. Und hat gesagt, als er so ein, zwei Jahre, also er ist genau zum Mauerfall in den Westen gekommen und dann, als er wieder zurück zum Besuch gegangen ist, ein, zwei Jahre später, waren alle seine alten Kollegen, mit denen er vorher irgendwie Skateboard gefahren ist oder so, auf einmal Nazis, so, weil sie sich zuordnen mussten, gefühlt. Und also ich glaube, das ist auch ein großer Punkt. So ein Unterbezirk des Unterbezirks vom Unterbezirk. Eine bekannte Lebensmittelfirma auffordert, die Zigeunersoße in Pustersoße umzubenennen. Also ich finde dann künstliche Begriffe. Und da habe ich gesagt, lass doch die Finger davon. Das führt sowieso, da bin ich mit Herrn Frank völlig einig. Das Interessante war, dass ja auf das Buch schon die Antwort gibt.
aus einer ganz interessanten Ecke, nämlich vom Stern. Vor 2 Wochen haben die eine Europaabgeordnete interviewt. Und die sagt selber, ich, Sinti und Roma, es gibt A, Zigeuner. Es wird ja immer behauptet, es gäbe keine Zigeuner. Natürlich gibt es Zigeuner. Es ist eine ganz bestimmte Gruppe der Sinti und Roma, die sogar stolz darauf sind. Und die sagt, Kinderlein, behaltet doch euer Zigeunerschnitzel. Also müssen wir jetzt, Moment, aber da müssen wir jetzt der Wahrheit die Ehre geben. Ja. Ich habe dieses Interview gelesen, mit sehr interessiert auch. Und die sagte, ich bin eine stolze Roma. Richtig. Und ich möchte nicht Zigeunerin genannt werden. Ja, aber sie kommt aus der, sie sagt, es gibt eine Gruppe. Das ist jetzt wieder alles natürlich umstritten. Da können Sie es wieder karikieren und sagt, sollen wir es denn jetzt, um es korrekt zu sagen, Sinti und Roma-Schnitzel nennen? Ich finde, in erster und da Linie, kann ich sagen, das wird doch langsam lächerlich. Ich finde, in erster Linie darf man sich nie anmaßen, wenn man einer Mehrheit wie Sie als weißer Mensch zugehören, darf man sich nicht anmaßen, für irgendeine Minderheit eine Entscheidung zu treffen, nur weil eine Person innerhalb der Gruppe irgendwas gesagt hat. Das ist ein interessanter Gedanke. Das stimmt. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man nicht irgendwelche Rassen erfindet. Ja? Ja. Also Neger, Zigeuner impliziert ja, das ist eine andere Rasse. Mhm. Aber es gibt ja keine anderen Rassen. Der Mensch ist ja die Rasse. Aber es ist ja nicht, ist eine keine andere Erfindung. Rasse, ja? Oder eine Katze. Es ist aber keine Erfindung. Aber das denken ja viele. Und mit so einem Begriff packt man die Leute natürlich genau in so eine Ecke. Aber glauben Sie denn im Ernst, ich, dass ein Kind, das gerne Negerguss isst, deswegen zum Rassisten wird? Nein, nein, aber ich glaube, dass ein Kind, was heute aufwächst und ein Schokokuss isst, gar nicht dieses Wort kennt, was ein beleidigendes Wort ist. Dieses einfach deswegen finde ich deinen Ansatz richtig. Lass uns mal dieses Wort einfach mal wegpacken. Und dann benutzen wir das Beispiel, einfach nicht mehr. Auch deswegen, weil es Schokokuss ja in Wahrheit viel, viel besser trifft. Entschuldige. Ich habe ein Beispiel dazu, wo ich mal Zivilcourage beweisen musste, als mein Sohn eingeschult wurde und die erste Klasse dann für die, die Zweitklässler für die neuen Erstklässler haben was aufgeführt auf der Bühne und haben ein Lied gesungen, was hieß, alle Kinder können lesen, auch Indianer und Chinesen. Und bei Indianern haben sie so gemacht und bei Chinesen haben sie sich die Augen so gemacht. Dann habe ich irgendwie bis zum ersten Elternabend gewartet, so, weil irgendwie meine Ex-Frau mich gleich so angeguckt hat, wusste, ich sage wahrscheinlich jetzt während der Vorstellung noch was. Und ich so, und sie sagen nichts. Okay, ich habe es dann 2 Wochen gewartet, erster Elternabend, 2 Stunden da gesessen und dann am Ende, ja, ich würde gerne noch was sagen, bei Sonstiges. Und da habe ich gesagt, ich finde, es geht überhaupt nicht klar, dass so ein Lied aufgeführt wird, wo irgendwie Chinesenaugen so nachgemacht werden. Und dann hat wirklich eine asiatische Frau, die eine Mutter war von einem anderen Kind, gesagt, nee, mich hat das aber nicht gestört. Und dann war es für die Runde auf einmal okay. Ah, die Asiatin hat gesagt, sie fühlt sich nicht beleidigt. Ja. Aber ich habe doch trotzdem recht, das als politisch unkorrekt zu empfinden, vor allem, wenn es einfach kleine Kinder sind. Ja, absolut. Wo sind wir denn, Peter Hanin, noch aus Ihrer Sicht so scheinheilig politisch korrekt? Weil das ist ja tatsächlich etwas, was wir mittlerweile oft feststellen, jetzt mal weg vom Thema Rassismus. Was ist das, wo Sie sagen, da brennt der Hut am meisten? Na gut, aber es ist schon, also wenn man das ist doch was politisch nennt, ich denke immer, man sollte über alles reden. Reden ist ja auch etwas, was den Dampf auch rausnimmt und was die Schärfe rausnimmt. Ich habe das verglichen mit so im Haushalt Schnellkochtopf, den setzt du aufs Feuer und machst anständig Strom drunter, wenn das Ventil kaputt ist, fliegt dir irgendwann das Ganze um die Ohren. Explosion. Und Tabu ist so etwas. Ich schraube das Ventil zu, bloß nicht reden, politisch korrekt. Man macht sich dauernd Gedanken, schraubt das Ding zu. Und dann kommt es dazu, dass irgendwann mal eine Explosion kommt. Das heißt, Explosion meine ich jetzt, dann stehen plötzlich Sarrazin und so weiter auf den Bestsellerlisten, weil die Leute sagen, endlich sagt's mal einer. Warum haben wir nicht vor 20 Jahren schon mal gesagt, es gibt auch bei Muslimen eine Paralleljustiz. Jetzt tut man plötzlich als viele das vom Himmel. Ich habe das vor 20 Jahren schon geschrieben. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern nur nach dem Motto, guckt doch mal dahin, redet drüber, redet auch mit euren Nachbarn, die Muslime sind, die sich dann davon distanzieren. Aber jetzt hat man das verschwiegen, verschwiegen, verschwiegen. Und jetzt kommen plötzlich Justizminister von der SPD, also ich sage bewusst jetzt von der linken Seite, die früher sagten Tabu, Tabu und sagen jetzt, als wäre das vom Himmel gefallen. Und ich denke, dass wir auch ihre Filme, die sie macht oder das Buch, was sie schreiben, ist doch auch etwas, drüber reden, sprechen, nachdenken, auseinandersetzen, dann auch mit Humor, wenn es Was ist denn der Schnellkochtopf, der Ihnen am meisten um die Ohren geflogen ist, wenn Sie so Ihre Kolumnen schreiben? Sie sind ja jemand, der sich da immer traut, und das schätze ich auch sehr, Haltung und Position zu beziehen. Das ist ja
selten geworden. Also ich habe in der Bild am Sonntag, wo die Kolumnen erschienen sind, mal mir erlaubt zu schreiben, es war ein Zitat, ich betone noch mal ein Zitat, was auch so gekennzeichnet war, die Hälfte der Lehrer sind faul. Das ist aber eine Schwanz. Darauf kam ein Zitat, ja. Also und zwar von einem Lehrer, von einem Rektor. Dann gab es 3000 Zuschriften von Lehrern. Ich wusste gar nicht, dass so viele Lehrer schreiben können. Und sie schrieben also 3000 und beschwerten sich, als sei das, als hätte ich das erfunden. Da habe ich nur gedacht, ich lade den Mann bei mir in die Sendung mal ein. Mhm. Sonntags morgens, nach 10, 10 15, ZDF, ja. Wunderbar. Ein Rektor. Und habe dazu diesen anderen, der hier auch schon mal war, mit dem Iro. Da gibt es ja einen Lehrer, der so einen Iro-Kamm hat aus Lübeck. Ein ganz toller Typ. Ja, stimmt. Und dann haben wir darüber mal gesprochen. Und dann sagte der Rektor, ja, wenn ich so meine Lehrerschaft angucke und wie die so Dienst nach Vorschrift und so weiter, da ist schon was dran. Und das hat mich aufgeregt, dass man sofort ideologisch etwas liest. Man liest den Zusammenhang nicht mehr, wer hat was gesagt. Und das war wirklich so, da habe ich so einen um die Ohren gekriegt. Der Präsident des Lehrerverbandes schrieb mir, den habe ich dann mal eingeladen und dann war wieder alles gut. Mhm. Und das sind so Sachen, wo ich manchmal denke, Mensch, wir machen uns, glaube ich, viel zu viel Ärger über Dinge, die sich nachher als Missverständnisse, manchmal sogar als Humor herausstellen. Weil wir auch diese mediale Empörung irgendwie bedienen müssen und weil natürlich auch das ist Teil der Wahrheit, vieles auch gut davon lebt. Hat es Ihnen schon mal leid getan, so ein Satz, den Sie da rausgehauen haben? Ach, also sagen wir mal, ich bin ja, also ich sage immer Klartext. Also ich gehöre keiner Partei an, aber insofern bin ich CDU als der Club für deutliche Umgangssprache. Sagte Franz Josef Strauß immer. Also lieber mal was deutlich sagen und Klartext sprechen. Das Gute an so Kolumnen ist, dass man immer nur ganz kurze Sätze schreiben kann. Und das wirkt dann auch immer so ein bisschen hammerartig. Eigentlich sage ich mir, ich darf niemand persönlich verletzen, persönlich angreifen. Und ich denke, das gilt aber für jede Autorenschaft. Selbst wenn man nachher Nachrichten zum Beispiel schreibt, muss ich bei Nachrichten immer dran denken, was richte ich mit den Nachrichten an? Also kann ich dem anderen dann noch in die Augen gucken? Kann ich mit ihm reden? Mhm. Oder ist da der Gesprächsfaden weg? Oder was richte ich beispielsweise bei Männern an, wenn ich die als Waschlappen und Weicheier bezeichne? Mhm. Das habe ich ja geschrieben, als es darum ging, diese ganze Nummer, ob Männer nun unbedingt, also die ganze Frage Emanzipation, sich um Kinder kümmern, Elternzeit und so weiter. Und wo plötzlich, und das ist ja auch die Frage der Emanzipation, die Männer erschrocken waren nach dem Motto, ja, ich könnte es doch auch mal machen. Und fingen dann an, weinerlich zu sagen, es gab ja auch eine Umfrage, das war auch der Anlass für diese Kolumne, dass die Männer noch nicht so weit sind, dass sie da sich reinleben müssen. Und ach, die armen Männer. Und da habe ich gesagt, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Dann sind die Männer nämlich die Weicheier und die Waschlappen, ja. Weil sie nicht in der Lage sind, mal den Schalter umzudrehen. So, und das ist eine schöne Frage, ein schönes Thema, das ich direkt weitergeben würde an Sammy Deluxe, der sich auf seinem neuen Album genau mit dem Thema klarer Sprache und auch der Frage, was ist eigentlich männlich und Männlichkeit beschäftigt, Sammy. Die Frage hast du in den letzten Tagen wahrscheinlich 100-mal gehört. Was hast du bei der Beschäftigung grundsätzlich damit herausgefunden? Ist es so, dass wir Männer immer noch so in diesem Stadium sind, dass man sich so langsam darin reinfinden muss, dass man mal den Müll runterbringt oder mal den Geschirrspüler ausräumt? Ja, es ist so ein komplexes Thema, ne? Also auf der einen Seite so, also ich bin auf jeden Fall so als Mann und als Vater war es für mich jetzt immer klar, ich muss auch Windeln wechseln. Also ich bin überhaupt nicht so aufgewachsen, dass ich da so eine direkte Rollentrennung und Verteilung sehe. Weil so. Du auch in so einem Frauenhaushalt aufgewachsen bist, ne? Weil, ja, wahrscheinlich auch. Oder sehr von also Frauen ich habe auf jeden Fall irgendwie so für mich so gesehen, dass es einfach wichtig ist, dass ich auch irgendwie Teil dessen sein will. Also aber es Vater. Waren auch immer Frauen, das wollte ich sagen, die dich im Wesentlichen geprägt haben. Also Mama, Oma, Schwester. Ja. Papa war nicht da. Nee, genau. Mhm. Und dann wiederum, wenn man dann über dieses Thema redet, was ich jetzt oft musste, weil ich mein Album leider so genannt habe, war es dann so, dass ich echt gemerkt habe, so, man wird natürlich, also in den meisten Medien hat man ja auch nicht so viel Zeit, wie hier zu reden, sondern es ist so, weißt du, du musst eigentlich jede Antwort in 3 Sekunden geben und dann sie jetzt definier doch mal Männlichkeit und das ist eben alles Blödsinn. Also sobald man anfängt, das so pauschal irgendwas zu definieren, Männlichkeit, Weiblichkeit, Menschlichkeit, irgendwas, dann landet man in irgendeinem Klischee, wo es immer die Ausnahme auch gibt für die Regel, die man da gerade aufstellt. Lass mich mal anders fragen, wann hast du dich zuletzt unmännlich gefühlt? Ich
mir ist gerade vorgestern, weil das wurde ich auch schon gefragt und dann ist mir nichts eingefallen. Und dann ist mir vorgestern eingefallen, dass ich damals mit meiner Ex-Freundin von mir, die hat mir Autofahren beigebracht, mal auf so einem Übungsgelände. Parcours, ja. Und da habe ich natürlich aber auch in der Fahrschule meinen Führerschein gemacht, erst sehr spät mit 26. Und dann sind wir mal irgendwie da bei der Feldstraße, da wo früher Realmarkt war, bin ich so eine Auffahrt, die ungefähr 0,3% Steigung hatte, 6-mal hintereinander abgesoffen und musste dann wirklich so auf den Beifahrersitz gehen. Eine Ex-Freundin musste aussteigen, zum Fahrersitz gehen. Oh, ist das peinlich. Das ist mir eingefallen. Das war wirklich so dieses Gefühl, das geht jetzt nicht, dass ich das nicht kann und dass eine Frau besser kann. Das war echt die einzige Situation in meinem Leben, wo ich mich erinnern kann. Ja, ich verstehe das. Gerade ja für jemanden, der... Ja, doch, und deswegen finde ich das ganz interessant und übrigens auch sehr männlich, diese Frage mal so zu stellen. Ich finde es sehr männlich, sich mal damit auseinanderzusetzen. Ich finde es übrigens auch männlich, Windeln zu wechseln. Das ist ein zutiefst männlicher Vorgang. Ja? Und jeder, der mal so einen männlichen, einen kackenden Säugling erlebt hat, weiß, was das ist. Du hast doch früher sehr auch von diesem Image gelebt, von diesem Macho-Poser-Image. Also Fotos vor dem Privatjet und dann die Kette für 30.000 Euro und alles aus Gold und ich alles glitzert. So ein paar Jahre, ja. Da ist einfach noch nicht die Hose an. Genau, ja. Jetzt ist die Kette unter der Hose versteckt. Da haben wir das entsprechende Beweismaterial. Ja, das war ein Witz. Das ist ein Cover, das heißt Sellout Sammy, weil ich von der Hip-Hop-Zeitschrift Juice so genannt wurde. Ja. Und da habe ich dann auf, das war eine eindeutig nur Persiflage, aber ich hatte tatsächlich, von Generation zu Generation weitergegeben wird, sondern auch, dass Leute... Aber es ist doch spannend, dass ausgerechnet diese Ideologie weitergetragen wird von denen. Die hätten sich ja auch wie früher die Naturfreunde auf irgendetwas anderes... Das stimmt, auf jeden Fall. Aber da sind dann natürlich... Also es sind dieselben Quellen. Genau, und vor allem, das stimmt ja auch, was Herr Hane gesagt hat, dass die Organisierten... Oder nee, das hast du gesagt, sorry. Die Organisierten natürlich diese ganzen Mitläufer mitziehen. Richtig. Und das ist natürlich das Gefährliche. Aber ich meine, wenn ich so den jungen Leuten da ins Gesicht sehe, dann sehe ich dann nicht Leute, die auf die Welt gekommen sind, voller Fremdenhass, sondern sehe einfach Leute, denen eine Ideologie und irgendwas Positives im Leben fehlt, die man dann für jeden schlechten Zweck schnell gewinnen kann. Warum ist es dann ausgerechnet die Nazi-Ideologie? Wo wir genau wissen, was daraus geworden ist. Ja, weil die am besten organisiert sind anscheinend. Also ich meine, man könnte... Das ist eigentlich immer ich glaube schon, dass es auch damit zu tun hat, dass man will auf der Gewinnerseite sein, man will sich überlegen fühlen. Die sind ja nicht auf der Gewinnerseite. Nein, aber man will sich so fühlen. Ich meine, man will einmal das vermeintliche Gefühl der Überlegenheit haben, was auch immer. Nee, find's in jedem Fall. Weil die wirklich voll gepumpt werden mit diesen Hassreden. Ja. Permanent. Ja. Mit allem, was... Aber da geht es ja auch eben genau darum. Lass uns mal kollektiv auf die Sauer. Ja, weil tatsächlich dahinter... Ich finde es in jedem Fall hochinteressant, wenn hier mal so ganz verschiedene Generationen und Menschen, die ganz unterschiedliche Dinge tun in ihrem Leben, mal auf diese Art und Weise über so etwas sprechen. Ich will noch einmal sagen, was das Buch angeht. Da geht es auch um ganz, ganz vieles andere. Da geht es um die Frage, darf man auch Weihnachtsmarkt sagen, beispielsweise. Also, das ist ja auch Also in Kreuzberg darfst du nicht mehr Weihnachtsmarkt sagen, sondern muss Winterfest sagen. Übrigens betrifft das, dann denkt man immer, Hane schreibt das jetzt als Christ. Da sage ich, Kinder, wehret den Anfängen. Was als nächstes nämlich kam, die Muslime dürfen nicht mehr Ramadan-Fest sagen, sondern Sommerfest. Ja, beispielsweise. Wir sind doch bekloppt. Das ist das, worum es im Kern auch geht oder vor allen Dingen geht. Ich würde gerne zurück zu Muazzam, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass sowas in Deutschland stattfindet. Nein, ihr habt euch die Mühe gemacht, weltweit unterwegs zu sein. Und ich würde auch Herrn Frank an dem Punkt widersprechen. Ich habe selber einen italienischen Pass, habe immer das Gefühl, dass dieses Land seine Aufgabe, was auch Vergangenheitsbewältigung angeht, durchaus gemacht hat in vielerlei Hinsicht und auf vielerlei Ebene. Und dazu tragen auch solche Bücher wie Ihres beispielsweise bei. Und dann gibt es aber andere Länder, die man gar nicht so auf dem Radar hat, wo unglaubliche Dinge bis heute gesagt, gemacht und getan werden. Und wo es auch zum Beispiel solche Bilder gibt, wie wir sie jetzt sehen, in den vermeintlich aufgeklärten, multikulturellen USA. Schauen Sie mal. So, kommt kaum noch vor, passiert nicht mehr jeden Tag. Wie steht man dann da? Und ich bewundere da diese Gelassenheit, dass man da so steht und sich das anhört. Ich wollte die Bilder einfangen. Also ich war selber total auch gethrillt von diesem Moment, da mitten in der Nacht da den Ku Klux Klan zu treffen, auf dem Rücksitz des Pickup-Trucks, zwei Maschinengewehre und so. Also
Ich habe einfach gedacht, ich fange so viel wie möglich von diesen Wahnsinnsaussagen ein, damit es die Zuschauer sehen. Ja. So, und wenn Sie jetzt sagen, das ist schon starker Tobak, dann schauen wir uns jetzt mal Folgendes an. Geht um Tom Metzger, einen Radiomoderator, Gründer des, so heißt es, Weißen Arischen Widerstandes, der eine eigene Radiosendung hat und der ganz offen, öffentlich für jeden hörbar, in den USA Folgendes sagt. Das ist ja herrlich. Das ist irre. Ja. Meint er das ernst? Ja. Meint er das ernst? Ja, der meint das ernst. Und das ist der Beweis dafür, dass er ein Hassverkäufer ist. Ja. Weil die glauben gar nicht an ihren Kram. Die wollen das nur verkaufen und andere damit reinlegen und damit reinziehen. Sind Sie sicher, dass der nicht daran glaubt? Der glaubt da nicht dran. Der macht das seit Jahren und das ist sein Business. Sagt er auch Racial Business. Die Frage ist, Herr Frank, was ist denn gefährlicher, wenn er daran glaubt oder wenn er nicht daran glaubt und es einfach nur maximal gut vermarktet in seinen Augen? Eigentlich ist das wurscht. Wenn er es gut vermarktet und so daran glaubt, das spielt dann keine Rolle, wenn Sie recht haben, dass er nicht daran glaubt. Ich glaube schon, dass er daran glaubt. Würde ich schon sagen, dann kenne ich ihn nicht. Also, die Aria kommender Montag zu später Stunde, 11:55 Uhr. Ne? Die guten Sachen immer sehr spät. Deswegen sind wir auch immer so spät unterwegs im ZDF. Im ZDF auf jeden Fall. Sehr, sehr sehenswerte Dokumentation. Ja. Und da erfährt man dann noch sehr viel mehr über Mo Asumang und ihre Biografie, unter anderem auch, wenn es um die eigene Großmutter beispielsweise geht. So, es gab vor kurzem im Spiegel eine Geschichte von Kurt Schnibben, der beschrieben hat, was das für ein Gefühl ist, wenn man plötzlich feststellt, dein eigener Vater ist nicht der, für den du ihn jahrelang gehalten hast. Und das war Anlass für uns, Sie zu uns ins Studio zu bitten. Herr Niklas, Sie haben vor vielen Jahren ein Buch gemacht. Ein Buch ist eigentlich das falsche Wort, eine Abrechnung. Mit Ihrem eigenen Vater geschrieben, so steht es auch im Untertitel, die Abrechnung. Ein Vater, der von sich reden kann. So, und dieser tägliche Kampf gegen das Vergessen, so haben Sie es mal beschrieben, geht unter anderem auch so, Sie tragen bis heute ein Bild Ihres Vaters bei sich. Was für eins? Als er auf einer Decke liegt und kurz nach der Hinrichtung. Die wurden dann auf so eine Bar gelegt, wo sie dann mit kaputtem Genick eben liegen und noch fotografiert worden. Das haben die Amis deswegen gemacht, damit keine falschen Helden aufgebaut werden, dass man sagt, die leben doch weiter oder was weiß ich. Deswegen wurden die alle fotografiert. Dieses Foto haben Sie? Das haben Sie auch heute bei sich? Warum haben Sie dieses Foto immer bei sich? Aus zweierlei Gründen. Der eine Grund ist immer wieder, um sicherzugehen, dass er wirklich tot ist. Und zum anderen grinst er mich beinahe täglich an und gibt mir zu verstehen, dass er nicht tot ist. Dass das, was er angerichtet hat, seine Ideologie, seine Menschenverachtung auch heute noch in der deutschen Gesellschaft weiterleben. Herr Frank, wenn man sich mal mit dieser Geschichte beschäftigt, dann geht es einem auch deswegen so unter die Haut, weil ich selten ein Buch gelesen habe, das so schonungslos, ehrlich, gnadenlos berichtet aus der Perspektive des Sohnes mit Blick auf diesen Vater und so gar kein Mitleid in irgendeiner Form mal walten lässt. Da spürt man keine einzige Zeile, keinen Hauch von Vergebung, von Verzeihen, von Versöhnung, sondern was da immer wieder rauskommt ist, ich möchte euch mit aller Klarheit und aller Wahrhaftigkeit zeigen, wer mein Vater wirklich war. Warum diese Unversöhnlichkeit? Eigentlich schon als Beispiel. Weil ich bin aus dem Zufall des Nichts oder aus Gottes Plan in diese Familie hineingeboren worden. Mhm. Und der sicher beherrschende Schock meines Lebens waren die ersten Fotos nach Kriegsende, wo in den nunmehr demokratischen Zeitungen Leichenhaufen gezeigt wurden aus KZs.
darunter auch Leichen in meinem damaligen Kindesalter. Und immer stand Polen drunter. Und das war eigentlich so eine Hauptentscheidung. Wie sollte ich mich denn wirklich anders entscheiden? Soll ich meinen Vater danach beurteilen, dass er mir mal über mein damals noch volles Haar gestreichelt hat? Oder nach den Öfen voller Leichen, die er hinterlassen hat? Mhm. Wenn wir mal reingehen in diese Geschichte, Herr Frank. Der Sohn als eines Generalgouverneurs in Polen. Sie haben mal gesagt, mein Vater war der König von Polen, meine Mutter war die Königin von Polen und ich war der Kronprinz. Wie sah diese Kindheit aus? Wo haben Sie da gelebt? Also wir haben immer nur so, ich würde sagen, pro Jahr zwischen 39 und 45 bis zu 5-6 Monaten in Polen gelebt, meist auf dem Wawel. Da hatten wir ein sogenanntes Wochenendschloss, dass wir dem Grafen Potocki geraubt hatten. Es hieß Kressendorf, es war 20 Kilometer in Richtung Westen von Krakau. Und ich hatte natürlich eine wunderbare Kindheit. Sie haben mitten in Krakau auf dieser Burg gelebt? Ja, das war sehr schön. Und eines meiner schönsten Erinnerungen war, wo ich auch gemerkt habe, wie mächtig mein Vater war. Ich hatte ein Tretauto und Krakauer Burg hat sehr lange Gänge. Und ich habe immer gewartet, bis ich Schritte hörte von Erwachsenen, da bin ich ganz schnell meine Pedale getreten und wenn die um die Ecke kamen, bin ich in die Beine gefahren. Das tat sehr weh, weil das war ein ziemlich kantiges Gefährt und ich lugte dann von unten nach oben, weil ich genau wusste, die haben dann aus ihrem schmerzverzerrten Gesicht ein Lächeln gezaubert, haben mir nie eine Watschen gegeben, sondern sie wussten nämlich, ich bin der Sohn des Generalgouverneurs, den darf man nicht einfach normal anfassen oder überhaupt ihn nur bedrohen, mit Finger und irgendwas zu sagen. Das ist eine ganz bezeichnende Szene. Ich habe noch eine andere oder von einer anderen gelesen. Sie waren weit, weit oben irgendwo in einem Turm und haben ihren Diener gerufen. Nein, Turm nicht. Das war vor allem im Schloss Kressendorf und auch in der Burg. Da gibt es diese schönen Freitreppen und wir hatten unseren eigenen Diener, der hieß sogar Johann, wie aus jedem Schmierenkomödienstück. Mhm. Und ich pflegte oben zu stehen und rief dann Johann mit meiner Piepstimme. Und dann sagte er unten bitte und ging die Treppen rauf und sagte nochmal bitte. Und dann sagte ich danke und lief weg. Der hat mir auch nie eine Watsche gegeben. Sie haben Ihre Macht bewusst ausgespielt. Das haben wir sofort gemerkt. Mhm. Sie beschreiben auch, wie Ihre Mutter, die Sie dann die Königin von Polen nannten, wie die... Das hat mein Vater genannt. Als mein Vater Generalgouverneur war, kam er zurück nach Berlin und kniete vor meiner Mutter nieder und sagte, Brigitte, du wirst die Königin von Polen. Mhm. Wann haben Sie, Herr Frank, das erste Mal verstanden, was da passiert? Dass da hunderttausendfach, millionenfach Menschen nicht nur vertrieben worden sind, sondern vernichtet, zerstört, verbrannt, ermordet worden sind. Und zwar auf Geheiß und weitgehend auch organisiert von Ihrem eigenen Vater. Also die ganzen Zahlen, all das ist, so, ist mir natürlich im Laufe des Erwachsenwerdens klar geworden. Aber durch diese Fotos, die ich 45 gesehen habe, da war ich schon 6, hat mich das immer schon interessiert. Und ich habe auch später immer so privat weiter recherchiert. Mhm. Aber es war für mich auch klar, erst unbewusst und später bewusst, ich lasse mir von diesen Eltern mein Leben nicht kaputt.